sind sie. Ah ja, Hardware okay. Da ist es. Oh! Problemlos gelesen, ohne Fehler. Hardware okay. Wir lesen gerade das E-Prom vom E-Clio, Jungs. Lol. Astra kann das. Ja, genau, das ist es. Jetzt ist halt die Frage, ob der Fehler in dem Ampere zählt, ist das jetzt hier mit drin oder ist das nur... Das kann in einem Speicherbereich sein. Das müsste man natürlich dann mal mit anderen vergleichen. Vielleicht findet man ja die Stelle. Wenn man das Ganze im Hex-Editor öffnet und in ASCII sich darstellen lässt, müsste man ja die Unterschiede sehen. Also der Chip ist auf jeden Fall noch ganz. Ja, wie gesagt, das Problem ist, der zählt die Amperestunden nicht mehr. Mhm. Na, der Typ, der hat gesagt, der Löhle, der hat probiert, den 2 Tage lang zu laden. Mhm. Ob das wieder, und es geht ja, auch nicht. Ja, das müssten wir mit anderen vergleichen, gucken, in welchem Speicherbereich das ist mit dem Zähler. Ja gut, als Vergleich habe ich jetzt nur noch das vom... Die Ausdruck hast du noch, ja genau. Das war jetzt das Ähnliche. Da kann man ja gucken, vielleicht kann man ja herausfinden, wo der Speicherbereich ist, wo die Speicher... Ja, oder ich schreibe den nochmal an, dass er uns das nochmal schicken soll. Mhm. Dass wir beide auf digital haben. Vergleichen kann, ja. Weil der zählt, das funktioniert, aber der zählt halt nicht mehr. Mhm. Das ist ja geil. Ja, mein Achim hat ja einfach schnell das Ding und zack. Oh. Schick, 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 schick. Wo ist die Hüllzucke bei dir? Die liegt da. René, rechts. Da gerade. Ich starte ihn nochmal neu, die Kiste dahin. So, wir probieren gerade hier Werbe-Pihol für. Einen Router zu machen oder spackt ein bisschen. Anti-Werbung. Und der Kai baut ein Audion. Erste Platine für unseren Todesstern. Klein, aber fein. Ne? Ja, so fängt's an. Hier kannst du dann auf Lichtgeschwindigkeit umschalten. Mhm. Und hier hinten ist lächerliche Geschwindigkeit. Aber Sir, wir hatten doch noch niemals lächerliche Geschwindigkeit. Zappelt, der Kai. Na, mal gucken, ob es Kai hinkriegt, ob es funktioniert. Da bin ich überzeugt von. Oder? Ich bin auch optimistisch. So, Achim hat ja mal sein kleines Radio mitgebracht. Und wenn wir jetzt gucken, nix. Jetzt geht er mit der Antenne Richtung Laderegler. Und wie ihr seht, kommen dann hier so lustige Farben. Und Ausschläge. Oh. Visuell und Audio dargestellt. Ach, ich hab die scheiß Lampe an. Das ist hier so ein MPPT-Regler, ne? Guck mal. Da geht's schon ordentlich vorwärts, oder? Zack. Ist ja nichts an jetzt. Ist ja nur der Laderegler. Ja. Wahnsinn. 300 Kilohertz. Ja gut, passt dann. Ne? Ja, Schaltfrequenz. Step down. Ja. Also darf ich tagsüber, wäre ich hier und wird direkt mein Gehirn immer bestrahlt. Mhm. Das ist bestimmt Kai, jetzt schalte ich ein. Dann macht's FATZ! Kaputt. Na, hoffentlich nicht. Mal gucken. Gucken wir im Kilohertz-Bereich, ob sich da was tut. Hast du was eingeschaltet? Hast du was eingeschaltet, gell? Eigentlich ist er noch nie an. Aber ich hab schon. Na gut, ach, das hier. Ja. Okay. Oder? Warte mal, ich zieh es nochmal raus. Es ist weg. Okay.
ist aber nicht der EMF. Der ist noch gar nicht an. Das ist nur Netzteil und naja, der Lüfter halt. Das macht aber schon ganz schön. Was? Signal. Ja, ist mal aus. Ne, jetzt schalt mal. Jetzt hier auch so ein schwingendes Signal, es schaukelt sich auf. Ja. Alter Verwalter. Warte mal, wenn du das jetzt filmen willst, machen wir das mal anders. Hier oben drauf, oder? Stell ich das mal hier oben drauf. Das haben wir jetzt 17 Volt mit 2,2 Ampere, aber irgendwie. Achso, das sind der Ampere. So. Warte mal, jetzt muss ich das Kameralicht öffnen. So. So sieht das Ganze aus. Ist eigentlich ziemlich ruhig sogar, ne? Wenn wir jetzt nichts machen. Und jetzt stecke ich nur den RMF, also nicht ein RMF ein, sondern das Schaltnetzteil, was das Display versorgt und den Lüfter. Der RMF ist nicht an, ne? Ich stecke jetzt rein. Zack. Boah, wie kann denn da so viel Störfrequenzen schon sein? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Drecksnetz, das ist ein Laptopnetzteil hier. Ja, weil die in dem Frequenzbereich arbeiten. So, und jetzt schalte ich hier mal ein RMF ein und dann ist Action Jackson. Wie hoch ist die Chance, dass das Ding die EMF-Prüfung besteht? Null. Mal gucken, wie weit es hochgeht mit der Frequenz, wenn es dann läuft. Na, jetzt läuft. Jetzt läuft. Du kannst ja hier drehen. Und gucken, wie weit es hochgeht. Die Störung kannst du als weiter drehen. Das ist Feature, ja. Das sind aber einige Feature. Na, hier würde ich sagen, hört es langsam. Hier sind die Schwäche. Das sind 3,7 MHz. Da wird es dann schwächer. Na gut, da müsste ja. Ja, jetzt hast du zu weit gedreht. Was jetzt? Wieder zurückdrehen. Wieder zurück, bis er wieder bei 30 kHz anfängt. Müsste ja, keine Ahnung, irgendwo 30, 50 müsste da liegen, ne? Ne, ist das Feature? Ist das direkt der Hemd? Das hört man doch dann. Na, jetzt ist überall kein Feature. Warte mal, jetzt kann ich mal hier am Potti. Verändert sich das Signal. Hörst du? Das ist der Ramp. 470 kHz. 470 kHz. Ungefähr, 471 kHz. Ja, das kannst du auch mit diesem kleinen, was du hast, mit diesem kleinen Dings kannst du es auch. Also nicht hörbar machen. Ja, jetzt hat er sich eingepegelt. Du hörst richtig, oder? Mach mal aus. Jetzt hören wir richtig hier wieder hoch. Tüdelt. Ihr seht das. Jetzt bleiben die Ampere stehen.
Das hört man natürlich dann auch im Radio. Das ist krass, ne? Wenn man da was hören möchte. Also ist das Störer im Radiobereich? Auf jeden Fall auf der Langwelle. Das läuft ein bisschen weg. Jetzt ist es fast weg. Ah, hier haben wir noch was. Das läuft ein bisschen weg in der Frequenz. Ne, auf der ist es jetzt tatsächlich fast alles, wo wir gerade waren. Da ist nichts mehr. Tja, da die Frage, ob das jetzt noch konform ist oder schon drüber. Ja. Das ist wahrscheinlich drüber, oder? Weil im MPPD hinten hat es ja wesentlich weniger Ausschlag gehabt. Man müsste es mal im Raum weiter messen. Ne, probier mal, was ist, wenn du jetzt einen Meter weggehst, ist da noch was? Beziehungsweise, wenn du mit der Antenne so wie vorhin auf dem Rempf mal zielst, wird es dann stärker? Ja, ja. Gucken mal. Oh, pass auf. Das ist schon Schwäche, also ist nix mehr. Zum Glück. Ja, das ist nur sehr, sehr örtlich begrenzt. Ne, wenn wir jetzt drauf zulatschen. Nee, mach mal so, wie du das beim Dings gemacht hast. Die Antenne Richtung das Ding, hä? Also mal ungefähr. Ein bisschen Dämpfung reinnehmen. Jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir einen Meter ungefähr. Aha. Jetzt geht's los. Jetzt geht's langsam los. Ja. Das ist sehr stark. Ja, sagen wir mal einen Meter. Ja, also da geht's dann noch. Also einen Meter sendet der hier. Natürlich noch mehr. Wahrscheinlich einen Meter, also Meter oben, Meter unten, Meter links, Meter rechts. Ja, pass auf, jetzt lass uns noch mal zum MPPT gehen. So. Mal, da haben wir jetzt so, jetzt sind wir oben Meter weg, ist nix. Du musst aber schon deutlich näher ran. Oh, ist fast nicht. Gut, ja. Achso, der ist jetzt aus, oder? Wahrscheinlich ist er jetzt aus. Der ist jetzt aus. Ja, der lebt nicht mehr. Ja, ist schon zu dunkel draußen. Nee. Kein Mensch, bist du da die Sonne nochmal anmachen, Gott? Nur deine Messe. Zack, guck, Sonne an. Das ist jetzt ein Radioband, ich sage jetzt mal Ausgangsmessung, also ist nichts an hier. Ich sage jetzt mal, wir haben einfach mal grob vier Balken, mal ganz grob. Jetzt stecke ich nur das Gerät rein, ohne anzuschalten. An. Oh ja. Dann hast du die. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Balken. Vom Schaltnetz frei. Das ist jetzt nur das Schaltnetzteil? Ja gut, und der Lüfter. Der wird jetzt halt über das Schaltnetz. Also der EMF ist nicht an. Ihr seht es ja, hier ist aus. 0 Ampere. Ich kann jetzt so hier, guck, das kann ich euch ja zeigen, ich mache die Batterie ab. Also der EMF ist nicht an, das ist nur das scheiß Schaltnetzteil. Okay. Also stört in Laptop-Netzteil schon Radio? Ja, da weiß ich schon. Und wie kann jetzt sowas verkauft werden? Das hat CE und alles. Tja. Also ist das anscheinend noch zulässig. Na egal, pass auf, jetzt schalten wir mal ein. So, Achim. Aber guck mal, das sind doch die Balken, sind jetzt noch verstärkt. Das sind Überwellen. Wie schlimm ist das jetzt? Ja, jetzt gehen wir halt mal weg und gucken wir mal. Wenn es da auch nach einem Meter weg geht, ist gut. Na gut, dann wäre es egal, ne? Immer noch. Minimals. Jetzt das wobei, warte fast mal. Schon das Ausgangsbild. Warte. Schalte ich mal aus? Nee. Wie sieht's aus? Gut, also wir haben jetzt über einen Meter Abstand. Nix. Und ja, das ist eigentlich, also jetzt beeinflusst das Radio nicht mehr. Jetzt wieder an. Ändert sich nichts. Wir sagen mal 1,5 Meter. Ja gut. Ja, dann, ungefähr. Dann kannst du damit keinen Nachbarn stören. Bei 1,5 Meter Reichweite. Okay. Ist das alles unkritisch. Aber wir haben jetzt halt immer noch den
Ja, wo du jetzt die andere Antenne dran hattest, wie weit, na gut, da war es ja auch bloß ein Meter. Ja, das war für die niedrige Frequenz. Wir messen ja jetzt hohen Frequenzen auf dem Radioband. Jetzt wäre halt die Frage, wie bei der EMF-Messung, ob ein Meter okay ist. Könntest du da nicht noch so eine Hive-Sperre drum machen, also so ein Kupfergehäuse in dem Dings drumherum? Man muss ja dazu sagen, hier ist nichts entstört, nichts. Das ist alles ganz nackt einfach gebaut. Ohne jegliche Entstörung. Wahrscheinlich, wenn man jetzt hier einen Entstörfilter rein auf dem Eingang, das ist wahrscheinlich dann schon... Ein Ausgang für Rittkern noch. Ist dann schon gedieter weg, wa? Ein bisschen besser, ja. Ja gut, aber es ist schon mehr als der MPPT. Mhm. Der hatte ja, ich würde gefühlt 20-30 cm Umkreis nur. Ich denke, es ist noch zu viel. Dürfte aber beim Meter gar ein Problem sein. Beim Meter störst du keinen Nachbar damit. Nee. Kannst du nicht, wenn du Meter weggeht, ja, kannst ist, du nicht mehr sehen im Empfang, in der Signalstärke. Dann macht könnte jetzt, was meinst du, könnte das, dieser Aufbau hier irgendwie einen Herzschritt machen? Nee. Nee, das ist zu schwach. Unmöglich. Zu schwach. Das geht nicht. Okay. Was ist? Wann Hinweis dann bei Menschen mit Herz? Also Calvin, ich würde sagen, ich schick dir das Ding nochmal. Du misst nochmal alles, wie du messen kannst. Und dann geht's ab zum TÜV. EMV-Prüfung. Wenn er so besteht, haben wir gewonnen. Wenn nicht, muss ich nicht, da komme ich dich mal besuchen, muss er mal 2 Wochen Filter basteln und irgendwelchen Scheiß. Aber das ist halt wieder das Problem. Wegen der Regeneration. Also ich weiß jetzt schon, alles, was du hier reinmachst, egal was, du die Regeneration mühsenken. Ich meine, es geht trotzdem, ne? Aber wenn du jetzt hier, egal was wir jetzt hier reinmachen in das Kabel, das ist nicht förderlich. Das Schlimmste ist Abschaltungen hier hinten, wenn sie abhaken. Da brauchst du gar nicht anfangen. Ne? Und hier ist die Abschaltung in der Schaltung. Ne, nicht hinten aus, hinten ist wirklich nur ganz einfach EMF, ist einfach vorne weg gemacht. Na ne, gut, einwandfrei, Achim. Bin ich erstmal ein bisschen beruhigt. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, Achim, du stehst hier draußen beim Nachbar, wisst ihr, ich schalte an und das brennt durch. Aber das haben wir ja schon mal nicht, ne? Man hört ihn auch nicht. Mhm. Aber ey, mich ärgert das jetzt wirklich. Das Scheißding hier, weil, ne, ich mache es nochmal aus. Als wenn der Rempf das nur verstärkt. Was schon da ist. Ja, das hebt das Signal ja mit an. Das wird ja mit drauf moduliert. Alter, guck dir das mal an. Das ist nur das Schaltnetz da. So, jetzt mache ich das aus. Das dauert einen Moment, bis Kondensator leer ist. Jetzt aus. Jetzt sehen wir nur noch die Radiosender, genau. Aber jetzt geht's. Das war jetzt nicht mehr ganz so krass. Mhm. Ach so, weil das jetzt niederfrequenter ist. Vor uns mit der langen Antenne. Ist hochfrequente. Jetzt ist hochfrequenter. Mhm. Das macht kaum Hochfrequenz aus. Jetzt stecken wir nochmal. Also ja, doch. Diese Striche, die schrägen, das ist der Dieter hier. Mhm. Und überleg mal, das ist ein... Jetzt würde der eine oder andere sagen, du hast es bestimmt überlastet. Das ist 19 Volt, 3,4 Ampere. Wir sind gerade bei 17 Volt, 2 Ampere. Also das ist auf jeden Fall nicht überlastet. Warte. Nö, so kalt. Also unterhand warm noch. Oh, guck mal, ich brauche immer einen Kaffee. Der Kai. Braucht keinen Kaffee. Er hat einen Kaffee. Der Kai schläft schon ein. Also ich würde mal sagen, das ist nicht ein kompletter Fail, oder? Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir das im Nebenzimmer noch messen können. Nee. Hast du das beim Thorsten gesehen? Wo der Calvin da war? Da haben die so was Ähnliches jetzt gemacht. Hat sich mal so einen Rempf angeguckt. Und der hatte ihn eingeschalten und der Calvin konnte durch die komplette Bude, egal wo, hast du den RMF gesehen. Wahnsinn. Wenn du so weit sind, also wenn du durch die... Ja, aber das ist doch dann Achim Arbeitspunkt.
Durch den nicht stimmenden Arbeitspunkt kommen die Oberkanzgedieter. Genau. Das Klärfaktor. Weil der Transistor nicht sauber schaltet und dadurch die Schwingungen provoziert. Und dann am Ende noch eine China-Plauze-Transistor, da hast du es gleich von Haus aus mit und dann hast du komplett verloren. Ja, normal. Also kann man ja sagen, dass das Filterbauen, das ist irgendwo vielleicht schon wieder ein bisschen hin und her. Ich meine, irgendwo ist es gut, das zu machen. Wir könnten jetzt ja hier ja auch einen Filter noch einbauen, um es ein bisschen besser zu machen. Bloß, wenn du von Haus aus, sag ich mal, jetzt hier übelste Auto, da bringt es doch nicht mit dem Filter nachher zu doktern. Das ist doch nur gepfuscht dann, oder? Nee, das ist nur das drumherum gepfuscht, anstatt die Ursache zu machen. Okay, also hier an alle Rennfahrer, Hashtag Arbeitspunkt, eure Hausaufgaben. Bedankt euch beim Achim. Astra. So, Männers, da wir ja jetzt mal hier den schönen Kasten da haben, habe ich mir gedacht, wir gucken jetzt mal im Vergleich, wie ein Achim seinem RMF, was da hier anzeigt, blablabla. Jetzt habe ich natürlich schon eingeschaltet. Moment, ich schalte es nochmal aus. Ja, der ist aber also alles, was irgendwie im Lehrbuch hast du gemacht. Mhm. Ne? Also hier, mehr geht nicht. So, wir haben wieder unsere vier Balken. Ich schalte ein. Ihr hört, ihr habt hoffentlich Klacken gehört. Das ist Manual. Aber leichtes, ne? Aber das glaube ich nochmal. So, und jetzt klemmen wir an. Wobei ich jetzt, könnte sein, dass es ein bisschen 4 Ampere fließen, ne? Nö, 200 Milli fließen. Also, mit ganz viel, da, aber. Das ist so minimal. Das ist ja nix. Das ist fast, also es ist ein Müh mehr wie das Hintergrundrauschen. Ein Müh. Du siehst ja jetzt hier die Frequenz. So, und hier haben wir, genau, das sind jetzt 200 mA. Die Frequenz 5 kHz, oder? 5,1 kHz. Ah, das war... Also 5000 Hertz. Ja. Genau, 5000 sind 5 kHz. Ist aber, die Batterie ist, muss regeneriert werden, ne? Ja, da ist nix. Ja. Und gut, ich glaube, wenn man jetzt so lang die andere Antenne kommt selber raus. Genau selber, weil das ist ja ein Breitbandfilter. Oh nein! Hallo. Ja, tippe mal was an, genau. Das ist ein Radiosender, was man da sieht. Okay. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass das besser ist bei dir A, Mendel-Netzteil und B, hat Achim dann eben noch einen Filter reingemacht. Zu Batterien, Ausgangsfilter. Ha. Der Hochfrequenz rausnimmt. Na denn, das ist ja dein Ding, das ist ja tausendmal besser wie der MPPD. Das strahlt ja gar nicht hier, oder? Das ist EMV-konform gebaut. Ich jetzt tue mal direkt mit der Antenne drauf. Ändert sich nichts. Da wird sogar weniger. Hä, wieso wird denn das weniger? Das Ding ist doch geschirmt. Also bei den gekauften Sachen, wenn man näher rangeht, wird der Ausschlag höher. Beim Achinsehen Sachen wird er weniger. Wenn man es richtig macht, dann funktioniert das auch. Wenn man Geräte bauen möchte, die auf Kommerz aus sind, dann... Okay, Achim, den musst du mir ja mal Filter-Update geben und ich muss mal bei Memel anrufen. Wir brauchen gescheite Netzteile. Wobei, was sagst denn du, wie schlimm ist es so, was wir gesehen haben, das Laptop-Netzteil? Ist das jetzt schon... Also man kann es auf jeden Fall... Könnte man es besser machen. Aber ist es jetzt so, dass du sagst... Das ist wahrscheinlich noch in der Toleranz, aber es ist halt nicht schön. Weil wenn du viele solche Geräte hast, irgendwann addieren sich die Störungen und dann platzt es noch schlimmer. Na ja, gut. Ja. Na klar, man hat ja meistens dann nicht eh ein Netz. Ja. Ne? Da hast du einen Laptop, dann hast du einen Drucker, hast du da noch ein Netzteil, dann da und irgendwann. Aber guck, das ist doch weniger geworden, das gibt's doch. Also ich muss es doch mal abklemmen, Jungs. Weil ich glaube, jetzt kommen dann hier die Balken wieder. Mal gucken.
siehst du überhaupt nicht. Ne, ihr habt ja gesehen, ja. Nix. Ganz nix. Und noch Macht, ne? Ja. Okay, na gut. Das soll es jetzt mal gewesen sein. Hat man es auf jeden Fall immer gesehen. Das Ding ist ja wirklich EMV-sicher hier. Krasser Scheiß. So ein Mingle kostet auch nicht die Welt, ne? Möchtest du ja unentgrenzt. Scheiße, jetzt hast du es bewegt. Guck mal, jetzt haben wir einen Haufen Dieter drauf. Nur weil du es bewegt hast. Was? Hä? Guck, weg. Hm? Das war halt nur die Zentimeter nach vorne. Hm. Was strahlt denn hier? Na egal. Pass auf, wir schalten jetzt REMF ein. Naja, kannst du vergessen. Jetzt macht das. Macht das nicht mehr. Und jetzt REMF anklemmen. Wir haben jetzt 200 mA. Warte, ich zeig's euch schnell. Läuft. Nix. Also das ist jetzt ungefähr 1,5 Meter, sagen wir mal. Nada. Da hörst du sogar Radio schon oder irgendwas, ne? Mhm. Ein Quatschen. Ne, also hier ist... Vielleicht auf einem halben Meter oder was kann man es noch, aber nach einem Meter kannst du vergessen. Das ist nicht mehr. Gar nichts mehr. Ja. Na gut, das reicht. Ja. Ja. Meter, da kommst du nicht bis zum Nachbar. Gehst du gehen auf den Sack? Schön. Ha, Jungs, weil die nicht die... Die Solar-PV-Anlagenhersteller, ob Wechselrichter, aber die kriegen das nicht geschissen, was Achim gemacht hat. Wenn du die Dings anschaltest, dann kannst du 10 Meter die entfernt. Das schon, aber die haben da keinen Bock drauf. Na, und hier, kostet ja Geld, ne? Hier, ihr seht es ja auch schon, ne? So wie schön das eben auch außen aussieht, so schön musst du es elektrisch eben auch innen machen, weil sonst hast du nur sich einen Frequenzdeter, ja. Aber Digga, was ist denn da in China los? In Tokio. Wenn ich das hier sehe, in China, die haben ja alle die. Da wirst du wahrscheinlich die dann haben, bis zum geht nicht mehr. Da kannst du wahrscheinlich beim. Da brauchst du gar kein Joule-Tief. Dann nimmst du einfach deine Taschenlampe, machst du Batterienreisen, streifen alle Folie rein und dann hast du leuchtest 5 Watt. Von den ganzen Müll hier bist. Naja. Ja, das ist hier von. Liebe Grüße an Biko. Das ist hier deine Batterie, die machen wir wieder flott, meiner. Die wird wieder eingebaut. Wo kommt denn der auf einmal her? Huhu! Der hat sich gar nicht registriert. Moinsen! Moinsen! Achim ist jetzt so dazu gestoßen, wir haben ja gleich mal zum Döner essen verdonnert. Aufgeschlagen bin ich mal. Er wurde gezwungen, Döner zu essen. Jetzt muss ich Sommer erzählen. Was, warum? Naja, nee, ich krieg das nicht zusammen. Warum, hast du es nicht gemerkt? Nee. Außerdem, ich stimme mich doch hier nicht mit. Also wir haben, Achim hat den Ferrit gewickelt. Ja. Und das VNA eingeklemmt, ne? Genau. So, und du sagst, du schickst jetzt Frequenztest durch und rein? Von 10 Kilohertz bis 200 Megahertz. Okay, und hier sehen wir quasi die Antwort. Oder genau, was? Die Antwort und... Die ist jetzt hier, der höchste Punkt ist bei 129 MHz momentan. Das ist vermutlich die Resonanzfrequenz der Spule. Ja, genau. Weil das eben der höchste Ausschlag ist. Das ist der höchste Ausschlag. Ich glaube, ich brauche so ein Ding. Das ist ja geil, Alter. Da schickst du was rein, kannst du durchmessen. Nee, was denn, jetzt tun wir hier noch einen Conti ran, oder? Ja, jetzt wissen wir, dass das Ding von sich aus schon die Frequenz hat. Jetzt müssen wir nur noch gucken, vielleicht machen wir ein paar Windungen runter. Ach so, dass wir... Und dann noch ein paar mit da drin. Ah, alles klar, na wartet mal, Jungs. Um so nah wie möglich anzukommen. Und dann können wir mit dem Kondensator, weil jetzt wissen wir ja, jetzt hätten wir ja für die Frequenz von 129 schon eine hohe Schwingkreisgüte für die Spule. Jetzt, wenn wir das schon von Grund auf schon so an der Frequenz nah dran haben und dann den Kondensator dazu bauen und das dann da hinkriegen, dass das da, dann haben wir eine hohe Güte und dann kriegen wir am meisten Energie raus. Also im Grunde jetzt gerade erstmal nur feststellen, wo die Spule selbst in welchem Bereich wir sind. Ja. Genau. Und dann tun wir mit dem Drehkonti, ja gut, okay. Ah, jetzt läuft er. Premiere, wir sehen hier einen Astra Kater von hinten, der beim Libby am Tisch lötet. Und wie beim Wilson aus Hämmer, wenn er hämmert,
Den Nachbarn sieht man nicht. Ist halt so. Der Nachbar. Ich will mich gleich Ostsee anschmeißen. Mal gucken, was da rauskommt. Oh, an Ostsee auch noch anschmeißen. Muss ich direkt an die Griswolds denken. Weißt du, wo er sein Haus beleuchtet. So, bitch. Muss er direkt Notstrom anschalten. Ist sogar geil. Eisch. Wahrscheinlich ist schon wieder verstellt, aber... Ja, man. Ich muss erst mal laden. Ist wenn's ja warm ist, passt. Wenn es warm ist, gut. Ich muss erst mal laden. Genau. So, nun geht's los, ja. Schauen wir mal. Das sind 5 Charts. Wir könnten mal, um eure Köpfe zu schützen, wartet mal, Jungs. Mal nicht bewegen. Durch die Strahlung. Ne, hier, die Kante, Digga. Da hab ich mir schon schön den Kopf eingehauen und der Döner. Also er meint die Kante hier, weil natürlich der Schrank oben steht. Ja, der Schrank machen wir mal zu. Da hörst du kurz den Engel singen, wenn du das... Das ist nicht schön. Ja, das wäre zum Beispiel bei Calvin momentan echt... Das wäre fatal. Das könnte theoretisch tödlich sein. Ne, denkst du nicht dran? Ja eben, deswegen sage ich ja auch, so, Alter, du gehst auf den Bahnhof und lass... Rutschst aus oder irgendein Scheiß. Ja, hier ist so eine Kleinigkeit, ja eben. Da bleibst du lieber mal dahin. Ist doch mir egal, ob der Kameraschwenk zu schnell ist, liebe Kamera. Hat er dich schon ausgemeckert? Ja. Ja, wirst du trainiert. Wenn du zu schnell die Kamera meckert, die, weil das Bild dann scheiße. Mhm. Ja, du musst gut. Musst langsamer machen. Für den Spaß, den für, ich wollte gerade sagen, für den geübten Zuschauer. Oh Gott, für den trainierten Zuschauer. Was haben die das doch gesagt? Kannst du mal einen koreanischen Sender helfen? Ja, das ist der einzige, den er da hat. Ja, wo das hier ankommt, soll ich mal sehen. Das könnte noch einer sein. 9589. Also wir haben jetzt hier so ein kleines Problem. Und zwar versucht der Frank gerade rauszufinden, welcher Sender da hinten aus vermutlich China kommt und gibt jetzt halt hier da irgendwo den Sendefrequenz ein, aber was er angezeigt bekommt, das ist nicht das, was wir eigentlich suchen. Weil die Sendefrequenz ist irgendwo in China und du kriegst angezeigt deutsche Sender. Das ist wieder mal so ein typisches Beispiel für Internet. Ja, deutsche. Auf der dritten Seite kommt dann noch deutsche Sender. Noch deutsche Sender. Obwohl die Frequenz eine, die China ist. Okay. Was ist denn das? Pi-Hole-Einstellungen für ja, Werbeblogger. Den, der DNS-Server muss vom Pi-Hole dann die Adresse haben. Und die 10 Tage auch oder das länger? Ist scheißegal. Gültigkeit 10 Tage. Das ist einer, tut sich anders nochmal. Also wir schicken quasi die alle Anfragen erstmal auf den Pi-Hole genau. Und der Pi-Hole schickt ihn wieder auf den Router und dann kriegen wir es. Genau, so haben wir es. Da haben wir das. Da bin ich ja gespannt, wie in Flitzeburg, ob es hier mehr geht. Ha, Kai ist fleißig hier. Der hat, er kennt auch noch meine Netzteilwand. Kai überprüft hier gerade die Netzteile.
ob die funktionieren. Naja. So. Naja, ist aber wenig. Achso, hier unten hast du angefangen. Ja. Alles da oben, klar. Das, die gehen alle da. Oberste Reihe. Alles, was da steht, geht. Was? Die alle? Die sind alle okay. Die sind alle getestet? Ja. Was? Wann hast du das gemacht? Du hast mitgekriegt. Achso, da ist jetzt nur noch die, oder was? Ich fange unten die auch noch an, ja. Na gut, hier hinten, das lassen wir lieber. Hast du noch gar nicht gesehen, oder? Ja, doch, gesehen habe hab ich. Ey, aber cool, die alle getestet. Ja. Geil. Ja, das ist ja cool. Das ist schön. Da kann ich nämlich jetzt, wenn irgendjemand von euch mal ein Netzteil braucht, sagt er Bescheid, wie viel Watt greife ich rein, zack, Karton, habt das. Ja gut, die Wattzahl steht jetzt, musst du dann gucken. Ja. Und es wird sogar ein bisschen Platz. Naja, doch einige, also die, die jetzt hier stehen, das sind wie gesagt die, die gehen. Und hier aber keine, die, die nicht gehen. Und das sind aber auch, ja, keine Ahnung, ich sag mal vom Fuffi, weil da wird dann hier sowas draus gemacht. Ein RMF. Ach, das ist für mich? Für mich? Hau ab! Ich will auch. Das sind, das muss die, ich muss ja mal was verkaufen. Ach so. Oh. Ja, zum Schrott. Also da hat er kein was losgetreten hier. Scheiße, Alter. Das Fett am Netzteile testen. Hier haben wir eine Kiste Schrott. Zwei. Feigo macht hier ununterbrochenes am Kisten raus und reinschleppen. Hier sind noch mehr. Hier sind die nächsten zwei Kisten. Und draußen eher noch ein paar. Ich will draußen mal die Kiste zeigen, Alter. Das ist jetzt die zweite aussortierte. So, dann haben wir die. Die hier unten und alle, die ihr jetzt hier seht, sind alle getestet. Oder Kai, alle getestet. Und guckt mal, hier sind noch, das ist noch komplett voll. Und hier unten, das sind alles Netzteile. Und dann haben wir hier noch, hier sind noch mal drei Kisten. Dann haben wir alle. Alle getestet, die da sind. Und das ist jetzt die, die nicht mehr funktionieren. Die zwei Kisten. Und da bauen wir halt Renfs draus. Und, ja. Das wird mal nicht zwei Tage schlachten, Alter. Wegen angetäuscht, du hast bestimmt auf dem Weg hier gepennt. Deswegen bist du so wach. Nee, ich. So tief entspannt, das kannst du dir gerne vorstellen. Lag es jetzt auf meiner Fahrweise? Was sagen wir, wenn er mit mir fährt, dann sind die ja. Dann hätte ich mich wahrscheinlich so in das Auto verkeilt, dass der Rahmen verzogen wäre. Der hätte so einen Fatsch schmeißen können, dass ich ganze Rahmen verzogen hätte. So geil, so. Ganz Auto verbeult, alles verzogen, ganz Rahmen kaputt, ich weiß nicht. Bodenfläche ausgedreht. Kai ist immer noch fleißig, du bist doch verrückt. Mit Handschuhen. Die passen die Hosen nicht mehr. Hä? Eine Hose passt nicht mehr. Ja, dann musst du die Beule wieder schrumpfen lassen, dann wächst, dann passt auch die Hose noch. Ja, er fühlt sich gerade besonders wohl. Arim macht hier noch ein Feige seinen Rempf wieder flott. Sehen wir, eine Platte gemacht hat. Na, wir haben die Platte gemacht? Wir haben festgestellt, da schleift so ein bisschen was. Da schleift so ein bisschen was. Habt ihr den angemacht? Nein. Von Hand. Deswegen habe ich ja nur einen extra mitgeholt. Das schleift ein wenig. Ja, mei. Ja, nein. Naja, wenn dann halt das Bier, die ganze Zeit da drin in der Flasche. Ja, geheimer Einblick. Weil wisst du eigentlich noch, wie das verschalten ist alles? Nee, ne? Ja, ich hab das Ding noch bekommen, da war der Ringkern erst da durchgeflogen. Hast du alles noch mal neu machen? Alles noch mal neu machen. Oh, nö. Aber zumindest deswegen sieht das jetzt auch so aus und nicht mehr so wie letztes Mal. Aber zumindest ist der Ringkern noch in Ordnung, oder? Der ist ein neuer Ringkern. Ja. Der hier, der andere. Ja, der ist, sowieso, der ist ja sowieso selbst gesickelt. Du brauchst hier nichts mit. Stimmt. Brauchst du mit quatschen. Hä? Der Rems geht wieder? Meiner. 17 Megahertz auch. Achim hat ja wieder gebastelt hier. Funktioniert wieder. Deine arme Batterie. Die Batterie wird richtig schön. Die macht gleich die Klappen auf und schreit Hilfe. Mach mal hier. Ne, die kotzt dann. Kannst du hier eine Uhr? Kannst du die anmachen kurz? Da ist noch einer oben drauf, der müsste voll sein. Na, 2:46 Uhr, dann erstmal hier ein paar Gewinde geschnitten. Ne? Der Falco, der rennt rum, der holt Netzteilkisten und Kai hat jetzt bis jetzt ungefähr 100
Netzteile gemacht, wahrscheinlich 120 so ungefähr mit dem Tester getestet. Guckt hier, hier liegen die. Also das Ding hat sich amortisiert. Also das funktioniert. Über 100 Stückchen, Leute. Und das sind draußen noch. Das sind 150. Gut. Also wer Netzteile NBM machen für 24 sind wir erstmal auf dem grünen Zweig, so hoffentlich. Ne, kann er noch ein paar holen. Ha, Jungs. LED leuchtet, flackert, seht ihr ja? Es fließt Strom. Die Batterie ist nicht angeklemmt. Sieht es vielleicht parasitär vom. Warte mal, können wir mal den Pull noch ab? Leuchtet immer noch, oder? Da konnte ich es jetzt halt geladen. Da müsste es ja so gehen. Ja. Der Kondi ist noch geladen. Ja, Moment. So, jetzt mal gucken. Ich hab's jetzt angeklemmt. LED leuchtet minimal. Und wir sind bei 0,7 Mikroampere. Ja, Mond. Achim, ich zeig genau das an, was mein rotes Digital anzeigt. Klar, ist das Rote auch nicht so schlecht. Nee. Ich sag ja alles, es geht nicht. Mhm. Hier seht ihr, es geht. Ist ungefähr mit 1 Volt oder 1,2. 0,7 Mikroampere. So, jetzt gefühlt eine mindestens mal eine halbe Stunde, wahrscheinlich 2 Stunden später. Wir sind im Messbereich 3 Mikroampere. Oh, jetzt ist ja der Schatten. Ja. Hier wären 3 Mikroampere, 2, 1, also ungefähr 0,7. Cool. So, hier haben wir einen kleinen RMF mal vom Johannes. Ampere mehr, aber jetzt haben wir keine Ampere mehr. Weil sie auf 30 gemacht hat. Ach so. Ja, du musst erst wieder auf den anderen Anschluss wechseln. Für die kleineren Bereiche. Auf den, ja. So. So, jetzt. Hier haben wir die Ampere. Ja. Und hier würde jetzt, du Achim würdest ja sagen, dass unten das da negativ ist und oben positiv, oder? Ja. Jetzt schneiden wir die Back-EMF-Diode durch. Nur noch, nur noch negativ in dem Sinne, oder hauptsächlich? Ne. Das ist positiv. Also ab Back-EMF. Nix Back-EMF. Warum hast du da negative Ausschläge? Weil alle nicht verstehen, wie das funktioniert und wie das. Weil alle falsch liegen. Hier ist der Beweis. Die Diode ist ab. Ausschlag nach unten ist noch. Ja. Wie weit? Ne, wenn ich jetzt wieder. Wenn ich jetzt wieder rangehe. Okay, das kriege ich jetzt nicht hin, weil das so scheiße abgeschnitten ist. Doch. Ja, ja. Zack. Das ist ja auch interessant. Das, warte mal, ich isoliere das mal ab. Ah ne, warte, wir können doch der Krokodiler. Ich verbinde jetzt einfach wieder, was ich durchgezwickt habe. Schnell. Sorry Johannes. Das musste ich mal. So. Ne? Der Back-EMF ist das oberhalb. Nicht unterhalb. Das ist ein riesen Verständnisfehler irgendwie. Guck, ich mach wieder ab. Oben ist der Back-EMF. Das habe ich dir vor 2 Jahren versucht zu erklären. Wo ich auch gesagt habe, liegen alle falsch. Aber es. Alle. Schön gezeigt. Wunderbar, gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Jetzt haben wir es mal. Damals konnte ich es nicht erklären. Jetzt kann positiv ist doch nach oben Ausschlag und negativ nach unten. Richtig. Back-EMF ist positiv. Du hast es jetzt auch kapiert. Liegen alle falsch.
Hm. Hier siehst du es, gell? Ja. Das ist der Back EMF. Aber oben. Das war habe ich dir damals. Und zwischendurch, wo ich dir das letzte Mal, da hatte ich dir einen Haufen Videos geschickt und ich habe gesagt, hier, guck, das ist es. Das ist es. Du brauchst bloß die Diode durchschneiden und dann siehst du sofort. Aber wenn du DC einstellst, dann sieht es doch genauso aus. Das Problem ist, alle begehen den Fehler, das als Bezugsquelle zu nehmen. Wenn du das als Bezugsquelle nimmst, denkst du, dass das hier negativ ist. Wenn du aber die Batterie hier plus und minus als Bezugspunkt nimmst, ist es positiv, wie beim Step Up, Step Down. Das unten ist nicht der Back EMF. Wobei, wir müssen wahrscheinlich die Definition, wir müssen hier, das war ja auch das Video, wo ich gesagt habe, Jungs, schneidet das hier durch und zeigt mir, dass unten das weggeht. Weil ich ja durch wusste, es geht nicht weg. Ihr seht das. Lippi, weißt du, an was mich das gerade ganz stark erinnert? Das haben wir damals, wir zwei haben das rausgefunden, ja. Was Dr. Walter Levin gesagt hat. Die Rahmenbedingungen legen Sie selber fest. Genau. Weil du ja... Genau das ist das. Guck mal, wenn du jetzt einfacher wirst beim Bedini. Beim Bedini haben wir ja nur die Back-EMF-Diode. Richtig? So, und die geht auf plus der Batterie. Wenn der negativ wäre, könntest du keine Batterien laden, Mensch. Und das begreifst du sofort, wenn ihr nicht gegen Minus geht, sondern gegen Plus am Eingang. Ob jetzt Entschuldigung, Bedienung spielt keine Rolle. Das siehst du sofort. Und so funktioniert auch jeder Step Down, Step Up. In Bezug auf den Eingang ist es negativ, aber nicht bei der Batterie. Das sind Positivpulse, wie beim Bedini. Also, ja, da musst du erst mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe mit Micha, der Micha ist hier gerade am Handy, wir haben da Wochen, wir haben an unserem Verstand gezweifelt, ich und der Micha. Weil alle das falsch erklären. Ausnahmslos alle, genauso wie Reinschaltung, PV-Lied zu euch. Ne, ich will jetzt nicht immer die alten Lieder singen. Hier haben wir wieder was Neues. Alle liegen falsch. Selbst in Wikipedia steht es falsch. Hm. Weil alle nur abschreiben. Und ich habe mit Micha damals, gebt da ein, Action for Free, Schuldief. Da haben wir wenigstens ein halbes Jahr geforscht, Digga. Und das ist so ein Zwischenergebnis, sag ich jetzt mal. Wobei ich das, du kannst schon erinnern, Achim? Ich habe dir das vor 2 Jahren schon gesagt, dass alle falsch liegen, aber ich konnte dir es nicht zeigen. Mhm. Jetzt hier, ne? Es ist jetzt hier gefährlich, weil, also ich empfehle das euch nicht zu machen, weil die Back-EMF-Diode schützt ja euren Transistor, ne? Also ihr müsst ja schon vor aufpassen, das ist ein Luftdings. Wenn ihr das mit Kern macht, mit so Wicklung, der ist euer Transistor sofort kaputt. Und deswegen kann das keiner sehen, weil sofort die Schaltung dann kaputt geht. Aber mit Luftspule und nicht so viel Saft, halt der Transistor, weißt du, dann kannst du es dir mal angucken, ne? Ja, machen wir nochmal ab. Zack. Alle liegen falsch. Achim, sag's mal sprachlos. Naja, für mich ist das halt unten ist Minus und oben ist Plus. Ist aber nicht der Back-EMF. Der hat damit nichts zu tun. Ich sehe das, was auf dem Akku gemessen wird. Und ja, aber das laut Anzeige geht das in den Minusbereich. Ja, aber theoretisch gesehen, also das ist jetzt schwer zu erklären. Da will ich, ob du mal helfen kannst, Astra. Wenn du lädst. Nee, warte mal. Ich glaube, wenn du lädst, musst du verpolt denken. Und wenn du entlädst, richtig. Nee, also ob parallel oder in Reihe, dann ändert sich die Polung. Das hat auch der Levin gezeigt. Je nachdem, wie du misst oder was du machst, ist einmal. Der Ausschlag eben jetzt nach unten. Also ich kann das jetzt nicht richtig, weißt du, auf was ich hinaus will? Ja, sagen wir mal so, wenn du jetzt auf DC stellst, dann hast du, dann zeigt er dir ohne alles andere so das, gesagt. Du kannst das nicht, wenn es kommt. Ja, ich weiß es, das würde, das, ne? Aber wenn du jetzt auf DC stellst und das Ladegerät ganz normal anschließt, dann geht der Streifen noch weiter nach oben, weil die Spannung steigt. Genau. Ja, geht in den Plusbereich nach oben. Ja, wir könnten jetzt höchstens, wartet mal, vielleicht hilft das.
Na gut, wir haben ja die Pfeile. Musst du wenn dann weiter auseinanderziehen, dann sieht man es besser. Da siehst du auch wieder den Mittelstück auf jeden Fall. Ja, oder höher, aber ist ja egal. Wenn ich jetzt in die Mitte anlege und klemm ab. Ja, ist zu viel Störung. Nee, mach Minus auf Plus. Schließ einfach kurz. Oder? Dann ist ja genau Null theoretisch. Ja, der ballert so rein. So. Ist ja Null. Und wichtig ist jetzt halt, bei AC messen wir ja nicht die Spannung, die anliegt, sondern nur die Veränderung. Das heißt, Achim, wir schalten ein, die Spannung steigt. Die ist aber, also wenn die gestiegen, wir messen nur die Änderung. Das heißt, der fällt, pass auf, wir geben Spannung drauf, 16 Volt. Es steigt an und fällt wieder auf die Nulllinie, solange wir die 16 Volt nicht verändern. Dann ziehst du die 16 Volt ab und es geht nach unten. Das ist ein Messfehler, Interpretationsfehler. Verstehst du das? Du misst ja AC. Bei DC würdest du nur messen, Puls nach oben. Ja, aber dann würde ich doch dann direkt sagen, es ist doch der Back-EMF, der Minuspuls, der die Batterie dann runterkloppt. So in dem Sinne. Das wäre für mich jetzt so ein weiteres klar. Du daheim ein ganz normales Ladegerät DC nehmen und klemm das an. Du wirst es sehen, wenn du auf DC misst, ist nur nach oben. Ja. Und wenn du auf AC misst, denkst du auf einmal, dein Ladegerät ist ein Back-EMF-Minus-Ladegerät. Ist es aber nicht. Wenn das auf DC ist und du einfach einen Gleichstrom anlegst, drauf tickst, macht er immer einen Spring nach oben. Nee, der bleibt. Einmal kurz macht er Spring. Wenn du anlegst, dann springt er einmal kurz nach oben, geht wieder auf 0 rum. Nee, bleibt. Bei AC springt er auf 0 rum. Meine ich doch. AC, ja, AC. Dann springt, genau. Dann macht er einen Sprung. Bis du wieder was änderst. Ja, genau. Deswegen meine ich ja, wenn du drauf tickst, du machst immer. Und dann ist immer Minus und Plus. Aber in Wirklichkeit ist nur immer Plus drauf. Du lädst doch. Probier das mal aus mit dem DC-Ladegerät, dann seht ihr das. Das ist ein Interpretationsfehler vom Messen. Das muss sie, ja? Das, was es misst, immer auf die Mitte zieht automatisch. Genau, wenn keine Änderung ist. Wenn keine Änderung richtig, ist. Der Achim hat es kapiert jetzt. Astra ist dabei. Ja, aber das ist doch Interpretationsfehler. Er springt doch einmal runter und springt einmal rauf, dann will er wieder auf 0 runterregeln und du lässt dann los, dann geht er runter. Das Ostsee führt seinen Blickwinkel nach. Der verfolgt das Signal. Das ist, also quasi. Nachdem, also erst ja ist ja null nichts angeklemmt. Ja, du hast doch deine Spannungsquelle. Schließ sie doch einfach mal an. Können wir doch direkt machen. An der Batterie jetzt oder? Ja. DC, genau. Ja. Das wäre schlecht. Wobei natürlich. Ich mal eben an der Seite hier. Das sauber wärmen. Das ja, das gilt ja nur. Kannst du ja erstmal ablassen, den, warte. Verkehrt rum? Ach, jo, Alter. So, wenn du jetzt drauf tickst, geht er nach oben und regelt sich dann wieder runter. Genau. Wenn du loslässt, geht er nach unten, geregelt sich. Achte. Wir gehen drauf. Ja. Null. Jetzt gehe ich weg. Genau. Ja. Genau. Original, das macht er. Und das ist die Fehlinterpretation. Wenn du jetzt den hier machst. Ja. Das hat nichts mit Back-EMF zu tun. Es fließt niemals negativ Strom rückwärts oder irgendwas. Es wird immer nur geladen. Okay, theoretisch. Ja. Jetzt hast du es. Das ist jetzt aber dennoch hast du ja einen Puls in der Geschwindigkeit. Das ist aber wie bei Bedini ein Positivpuls. Mhm. Du siehst das aber nicht, Arim, weil eine Bleibatterie ist der größte Kondensator der Welt. Der blättet den Puls weg. Deswegen ist das Game aufgefallen. In dem Puls nach oben. Also in dem Puls nach oben kommt dann noch der Back-EMF schnell. Mhm. Ja. Aber im Positiven. Musst du eigentlich den ja gut, aber im Grunde musst du ja nur die Nulllinie ein bisschen weiter rauf oder ein bisschen weiter runter. Der Puls, der da angezeigt wird, der stimmt schon noch. Du musst nur die Nulllinie musst du entweder weiter rauf oder weiter runter regeln. Dir denken, so gesehen. Würde ich jetzt sagen. Nee, du musst einfach ein DC messen. Das warte mal, wenn das einfachste, aber du kommst ja nicht in den... Na, warte mal. Levi. Ihr müsst eigentlich den Strom messen, der in die Batterie fließt. Tu doch mal, statt die Klemme an Plus und Minus anzuschließen, schließt doch das Ostsee mal in Reihe. Zum Beispiel über die Plus-Zuleitung vom Re-EMF zur Batterie an. Nee. Dass du das misst, was am Garten abfällt. Dann ziehst du ja den Strom. Ja, das ist aber jetzt zu kompliziert. Ich hab's jetzt auf DC eingestellt. Ran. Na, lang steigt langsam. Ganz lang ab.
und geht wieder langsam runter. Nichts negativ. Nur ja, laden. Gut. Der geht einmal rauf und geht wieder runter, weil die Spannung halt einfach nur angezeigt wird. Klar. Ja. Ja, aber es ist ja nur laden. Ja, nee. Kein negativ. Ja, weil die Spannung kurz hochgedrückt ja, hoch wird. Aber wenn ich jetzt AC mache, wird es genauso sehen. Und das sagen alle, das ist doch BGMF negativ. Das ist doch nicht. Schließe jetzt mal den Rämpfer an. Da hast du dasselbe Signal, nur halt in dem Bereich oben. Warte mal, jetzt kannst du doch hier auf 0 gehen. Nee, lass das, nicht umstellen. Ja, ich würde in die Linie würde ich nur auf 0 setzen, das war mein Gedanke. Also. Ja gut, da muss man ja nicht. Das ist minus. Ich weiß nicht, ob ich die Spannung. Das dürfte bei 4. Ja, okay, das ist wahrscheinlich so klein ist alles, ne? Nein! Das ist der Riesenkondensator. Da glättet das weg. Du kannst es nicht sehen. Das ist nur DC-Ladung nach oben, sonst wird es ja entladen. Es liegen alle falsch. Ja gut, du bist ja auf wie viel Volt hat er denn bei DC geschaltet? Das bist ja bei 10 Volt eingestellt. Auf DC kannst du nur den Messbereich festlegen und das Offset, die Linie verschieben. Du kannst ja die Anzeigelinie verschieben. Den Anzeigebereich kannst du ja nach oben schieben, da wo die eigentliche Messung stattfindet im DC. Ja, aber halt nur. Weil du hast ja keinen Verfolger hier. Aber nur begrenzt. Ja, du kannst begrenzt halt deinen Anzeigebereich verschieben. Ja, wenn es jetzt wieder auf 1 Volt runtergeht, dann ist das sowieso so weit raus aus dem Bild so gesehen, dann siehst du eh nichts mehr. Ja, aber du ziehst doch nur hier. Es geht ein bisschen hoch und fertig. Ja, aber der Puls, der ist ja nicht stark genug, um da überhaupt Ersatz zu zeigen. Das ist ja, natürlich. Wie gesagt, das ist ja gerade auf 10 Volt eingestellt. Und der Puls, das ist ja 0, irgendwas. Nee, ja? Nee, das ist 100 Volt. Bei GMF. Das ist ja auch nicht mehr so. Achso, warte. Ja, muss man da wieder. Es sind hunderte Volt bei GMF. Achim, die Batterie klettet das weg. Du kannst hier das nicht sehen. Ja, was macht der denn bei DC? Da hast du auch ein Signal. Da kannst du hast ein Signal nach oben. Guck dir dann das Video nochmal an. Ist doch egal, ob es nur nach oben ist. Aber trotzdem zeigt er doch was an. Ja, positiv. Immer nur positiv. Die Batterie wird nur positiv geladen. Sowohl mit der Ladung beim Einschalten als auch mit dem GMF. Ja, aber trotzdem muss er doch dasselbe Signal anzeigen. Nee, AC macht nein. Das einfach nur auf dem Mittelfeld. Genau, und das macht er aber hier nicht. Hier bleibt er ja bei 12 Volt. Da macht er nicht runter. Aber du bist auch bei 10 Volt, wie gesagt, wenn du auf AC stellst, dann geht er auf so und so viel Millivolt geht er dann runter. Das ist ja klar, dass du so jetzt gar nichts siehst. Du hast jetzt die glatte Linie da. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, du verstehst es nicht. Es ist ein Messinterpretationsfehler. Nein. Gibt kein Back-Minus-Ding hier drauf. Das ist Dünnschiss. Arim hat's verstanden, oder? Na gut, reicht. Bis später. Also wenn ihr hier in Mikro wollt und was messt, nicht mit selber gebauten Labornetz sein, weil da seht ihr im Grunde nur den Ripple, ihr verarscht euch. Da braucht er, wenn, dann ein richtig krasses Labornetzteil, was gut gesichert ist. Und jetzt haben wir mal, weil Achim, jetzt haben wir wieder positiv, negativ, aber das sind 100 Millivolt ungefähr. Jetzt tun wir doch mal mit 100 Millivolt eine 12 Volt LED betreiben. Und die so ordentlich hell. Ne, also das ist nicht nur 0, das bricht die runter. Ne? Das ist wie, ihr könnt ja beim Bedini, ihr könnt eine 230 Volt LED ranmachen, eine 12er, die Spannung bricht immer runter. Und eine Batterie ist tausendmal mehr Gegenkapazität wie diese fucking, die LED ist 0. Und die bricht schon die Spannung runter. Und hier, das ist wie der größte Kondensator, den ihr euch vorstellen könnt. Und da tut halt, deswegen steigt es ja auch langsam nur eine Batterie. Ne? Die LED schaltet ja an, ist sofort an, weil die keine Kapazität hat. Aber hier ist ja urig Kapazität. Ne? Wichtig, wenn ihr das messen wollt, macht ihr euch 24 Volt am Eingang und auf Batterie, also von Batterie zu Batterie ohne Schaltnetzteile, dann habt ihr auch einen glatten Strich. Ne? Also, wenn du jetzt dann so ein langsames Ansteigen über die Stunden halt ein Batterieladen. Ja, klar. Wie ein Voltmeter. So, das ist. Ja. Ha! Haben wir das auch mal wieder. Ich hab hier nichts rumgefummelt, Junge. Das ist ja gar nichts.
Kanzler. Ja, guck mal, der ist so schief. Ja, eben. Hä? Wieso ist das so schief? Ja, du kannst es ja auch drehen im Grunde. Das ist ja. Ach so, weil guck mal hier. Deswegen. Das ist ja hier gar nicht. Ja, ja gut. Ach so, von so sieht man. Ja, aber das ist, wäre jetzt nicht so unbedingt. Ne? Wie gesagt, brauchen wir den Imbus hier. Ja, was ist mit der Höhe? Das ist so schief, oder was? Ja, deswegen müssen wir die jetzt lösen. Nee, ich meine, wir müssen erstmal gucken, wie es jetzt ist. So, gucken wir mal. 1 Millimeter. Oh, ein ganzer Millimeter noch da drin. Okay, jetzt mal nochmal hoch. Das Ding runter. Also hier ist locker, ne? Ja, der nicht hier, ganz, hier, ne? Hinten ja, mehr. Irgendwo ist auf jeden Fall, ja. Also hier vorne ist auf jeden Fall locker. Ein Millimeter oder sowas, siehst du hier den Schatten. Ja. Ja, aber verstellt sich das oder was? Wie gesagt, es kann sein, vielleicht hattest du noch irgendwas drunter, dann bist du runtergefahren und dabei hat er sich dann hochgedrückt, weil noch was drunter war. Ach, übergesprungen. Oder was? Könnte auch sein. Ja, das ist normalerweise eigentlich nicht. Der fährt ja in die Lichtschranke rein, dann weiß er, hier ist mal 0 und ab da fährt er erst auf das Zero. Ich habe das noch nie verstanden. Zero. Ich habe nie das. Ja, wie gesagt, wenn da irgendwie, keine Ahnung, wenn hier noch irgendwie Dreck drin war, du hast ja auch mal hier irgendwie was drin. Ja, ja, aber wo ich gesagt habe, zum Glück ist das nicht kaputt. Genau, genau. Ja, dass er da saß, es als da, Neues ja, angenommen hat. Ja, irgendwie sowas. Ja, dann müsste er hinten übergesprungen sein. Aber das geht ja eigentlich gar nicht. Eigentlich nicht. Das ist ja, was willst du jetzt machen? Mach mal. Oder weil das so lange aus war, oder das kann ja auch sein, weiß ich nicht. Das brauchen wir, wie gesagt, eben Imbus, der da oben reinpasst. Dann können wir das lösen, dann auf 0 fahren. Das ist schon gewöhnt, ja. Was passt, ne? Der passt. Nee, klar. Ja, aber so wie man das mit Dün jetzt quasi Achim wechselt mit die Platte mal, hat eine neue mitgebracht auch. Und wir richten die jetzt ein, blabe, bis später. Von Anfang an, dass ein schönes Haar drauf machen können. Boah, so schnell geht das. Nee, gleich Schnitt. Oder so. Zack, liegen Schraub, zack drin. Ja, genau. Easy peasy, 2 Minuten. Ganz einfach. Das ist ein Einblenden, in Wirklichkeit dauert nur eine Minute, übelst einfach. So, neu kalibriert vom Achim. Mal gucken. Neue Folie. Das ist 20 Sekunden ersten. Mhm. Oh. Mal sehen, ob wir es abreißen können. In 7 Stunden? Scheiß. Ja. Ja. Na gut, 7 Stunden hätten wir vielleicht doch lieber mit der Einwohnung. Ja, ja. Ja, mehr Zeit. Ich meine, wollte gerade sagen. So, der Achim ist jetzt zu pennen. Naja, ich habe noch was gezeigt. Die. Ja, ich nenne das Schwingstufe. Ich will da jetzt nicht zu nah drauf eingehen. Auf jeden Fall, Achim. Was ich noch zeigen will. Ich hatte es halt so geplant, dass 3 bis 5 Volt. Und wir sind ja mit 9 Volt drauf gegangen oder 12 Volt. Und ja, ich vermute jetzt mal, dass es die LED abgehorcht hat. Dazu gehen wir jetzt einfach mal extern Strom drauf. Ne, es geht noch. Okay. Dann prüfen wir mal die zweite LED. Okay, wenn die jetzt noch geht, dann muss ich nochmal gucken. Ich glaube, die hat es durchgehocht.
Ah, guckt mal. Hä? Irgendwie habe ich jetzt hier Kontakt dran. Hm. Naja, es ist so schon ein bisschen spät, sag ich mal. Und okay, hier ist halt der Minus. Jetzt gehe ich mal hier ran. Ah, nicht, dass ich ja irgendwie Kontakt reinkomme. Nee. Also mit 4 Volt sogar geht's nicht. Ich pull jetzt nochmal um. Nein. Ah, ich habe die LED durchgeschossen. Bei der Schaltung gut, aber es ist jetzt schon zu spät. Sag ich mal, die repariere ich dann morgen mal. Ich gehe dann nur gleich pennen. Aber ich will es euch trotzdem mal zeigen. Und zwar bei der können wir jetzt, glaube ich, mit 9 Volt rein. Ich weiß es nicht. Genau, ist schon ein bisschen länger her, die Schaltung. Und hier war Plus. Also es ist halt ein Schwingkreis zwischen Spule und Conti. Und wir sehen noch ein Conti, eine LED. Noch eine LED und hier eine Diode. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, mit 6 Volt rangehe. Ne, Quatsch, die leuchtet jetzt gleich. Zack, ne? Leuchtet die kurz. Ich mach's jetzt nochmal, falls im Video nicht zu sehen war. Die Hand davor. Ne, ihr seht's, ja. Und jetzt hat quasi die Schaltung ausgeschwungen. Ihr seht, die LED leuchtet nicht mehr. Und normalerweise, ja, jeder würde jetzt sagen, jetzt ist Schluss hier. Ich darf es nicht zu lange rummehren. Aber wenn ich jetzt hier das mache, zack. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich mache es nochmal. Zack. Ich kann so reproduzieren. Zack. Ne? Also normalerweise, für jeden normalen ist eben der, ich schwinge den Schwingkreis an. Dadurch leuchtet die LED und dann haben wir einen abklingenden Sinus. Ohne, also nicht ganz, weil die LED, also normalerweise hätte man einen abklingenden Sinus. Und den habe ich aber weggemacht, indem ich die LED einmal leuchten lasse. Das geht jetzt halt nicht immer, ich muss einmal entladen und dann geht es immer. Zack, hat die geleuchtet. So, jetzt ist ja der Schwingkreis ausgeschwungen. So, und jetzt kann ich trotzdem nochmal machen. Und das Krasse ist, bei der Schaltung, die habe ich aber jetzt durchgeraucht, weil ich eben so viel Spannung drauf gegeben habe. Ich muss es unbedingt mal draufschreiben. Bei der Schaltung ist das krass, es ist 1 Mikrofarad am Eingang. Und, oder, nee, warte mal. Nee, ist jetzt egal, Eingang, Ausgang, wie ich, warte mal, hier ist, das ist der Ausgang. Das ist der Ausgangskonti, Eingangskonti. Und ich nenne das die Schwingstufe. Und die haben beide 1 Mikrofarad. Und ich habe das auch in Achim aufgezeichnet. Wie gesagt, ganz genau gehen wir da auch nochmal drauf ein. Aber wenn ich jetzt mit 4 Volt, also ich habe halt den einen Conti. Und wenn ich da mit 4 Volt in Mikrofarad reingehe, lasse die LED leuchten, was ihr gesehen habt, habe ich in dem zweiten Conti 4 Volt minus 4 Volt und 1 Mikrofarad. Ne? Also dieses erste Anpingen hier, warte mal, ich mach das mal so, dass es vielleicht noch mal besser seht, die LED. Zack. Das ist jetzt das eine Mikrofarad, wo der eigentlich ausschwingen würde, aber ich entlade die LED. Jetzt ist aber der Schwingkreis eigentlich leer. Ne? Zack. Jetzt lasse ich sogar 2 leuchten. Ne? Ich weiß nicht, ob das so halbwegs rübergekommen ist. Ne, aber ich habe, also die Kondis, ja. Na egal, ich kann es nicht besser erklären. Ich werde jetzt mal hier die LEDs tauschen, dass die wieder funktioniert. Und dann mal gucken, ob ich dann morgen mit Achim nochmal ein Video macht, also das Pen, die anderen sind ja auch schon heben. Habe ich euch anderen jetzt nicht gezeigt, keine Ahnung warum, wir haben so viel gequatscht und so. Ich wollte es jetzt einfach mal noch hinzufügen. Nehmt mir das mal bitte nicht übel, dass wir jetzt hier noch nicht genauer drauf eingehen. Ihr seht, es ist nicht viel, ne? Es ist alles so einfach, wie immer. Aber ja, guckt euch bitte mal das REMF, was ich euch gezeigt habe. Da hatte ich euch schon mal ein Video dazu gemacht.
Nicht, dass da Back-EMF das eben alle falsch verstehen oder zum Beispiel mit dem Lithium-Eisenphosphat, PV-Parallelverschaltung, Dünnschichtmodule, Ausrichtung, blablabla, also mein Manifest. Ja, und ich denke, wisst ihr, wenn mehr Leute das sehen und vielleicht erkennen, okay, oder ne, das sagen, okay, wir haben den Back-EMF irgendwie, da haben wir alle falsch verstanden oder abgeschrieben, sag ich mal, ne, ohne das ist mal negativ zu meinen. Und ja, beim PV falsch das und ne, und Lithium-Eisenphosphat, wisst ihr, vielleicht können wir hier, dass man erstmal dann, ne, dass eben nicht alles immer richtig ist, was alle behaupten oder alle erzählen. Ne? Ich will damit keinen anpissen, Leute. Es geht immer um das Verständnis. Wenn das Verständnis falsch ist, ja, dann kann man sowas, also, ja, ist halt schwierig, ne, Jungs. Also, dann nimmt man das nicht übel, weil Achim hat dann irgendwann, oh, warum hast du das nicht rausgehauen und so. Wir haben uns erstmal auf die Wicklung konzentriert, das ist so ein Nebending von der Wicklung. Also, nicht von der Wicklung, das war schon vorher. Ich habe das schon ein bisschen länger, ihr seht das in meiner Videoreihe. In die Videos Gleichstrom schwingen Dings habe ich genannt, dann die Schwingstufe 0 Volt Induktion. Diese Sachen kommen noch, ne, das ist jetzt die Schwingstufe, die 0 Volt und Dings, das kommt alles noch, weil, wisst ihr, das geht sonst einfach unter im Ganzen, im Großen und Ganzen und so. Also nehmt das mal, weiß ich nicht, euch ein bisschen vielleicht mehr zu Herzen. Allgemein alles, was ich euch gezeigt habe, vor allen Dingen das mit diesem RMF, ne, das ist ein Minus, das ist eben alle falsch gesagt haben. Und wenn ihr das verstanden habt, ne, guckt euch da bitte nochmal, ich sehe mal zu, vielleicht, dass ich das Video euch einblende, aber vor diesem Video geht auf meinen Kanal, sag ich mal 10, 15 Videos zurück, stelle ich eben die Frage und rufe halt eben auch Bastler drauf auf, das beim RMF zu zeigen. Und bis jetzt hat halt auch keiner reagiert, ich habe es meinen Jungs gezeigt und ja, sie waren, denke ich mal, schon ein bisschen verblüfft. Ihr habt es ja auch jetzt im Video schon gesehen. Ja, auf der Basis würde ich sagen, gehen wir dann mal weiter. Oder Joule-Tief. Ne? Im Wikipedia steht jetzt noch drin, es ist ein Step-Up. Ich habe euch gezeigt, es ist Step-Down. Ich habe euch gezeigt, dass alle das falsch verstehen. Genauso wie ist das hier. Dass es alle falsch verstanden haben. Ne? Ja, will mich hier nicht in den Himmel heben und so. Wisst ihr? Also ich will euch nur die Möglichkeit geben, guckt die alten Videos an, die wir gemacht haben, auch von Micha die Videos, ganz wichtig, habe eine extra Playlist von Micha gemacht, alles mit den Joule, was ich euch gesagt habe, wo dann auch das hier Sinn ergibt, ist eben das Action for Free, irgendwelche Stöße oder allgemein irgendwelche Stöße, Grüße gehen raus an Micha, du weißt schon, was damit gemeint ist, ist auch noch nicht aufgelöst, aber öffnet doch mal, oder das, wie gesagt, das tun wir erstmal zur Seite, aber das ist ganz wichtig. Ne, wenn ihr das versteht, ihr habt es jetzt im Video gesehen, im vorherigen Teil, wo wir eben hier abgeklemmt haben, und es ist eben alle falsch, das Interpretieren. Und so ist das eben nicht nur bei der Sache. Ne, beim Joule-Tief ist es so, bei den PV-Anlagen ist es so, die Akkus. Und im Grunde ist es eben bei vielen und allen Sachen so, also nicht bei allen, aber bei vielen Sachen, das ist eben, kann man so machen, ist dann aber halt scheiße. Na ja, gut, also Schwingstufe, kommt auf jeden Fall noch was dazu. Ich habe da auch noch mehrere, sehe ich jetzt gerade, ich habe noch ein Experiment dazu gemacht. Hier, das ist im Grunde genommen auch wieder nicht die zwei Kondis. Aber ihr seht schon, hier sind Haufen Kabel, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich hier damals angeklemmt habe, schon so lange her. Ich habe es aber an der Seite liegen, deswegen habe ich die Schaltung ein bisschen schöner gebaut, habe ich jetzt kaputt gemacht, dass ich mir jetzt noch weiß, was hier genau, was ich gemacht habe und so. Ich habe auch die ganzen Aufzeichnungen noch von damals. Also das ist immens, was das hier beinhaltet. Genauso wie ich euch jetzt gezeigt habe, die effektivsten Step-Down der Welt. Ne, und hier ist so der nächste Schritt, oder es ist halt eigentlich ein Nachschritt. Ihr seht es in meinen Videos, dass ich schon vor einem Jahr oder einem halben Jahr darüber gesprochen habe. Das sind hier so die Bauten, die ich damals gemacht habe. Und ja, ich habe jetzt nach ihm seine Reaktion gesehen. Und die war ziemlich, ja, überraschend und positiv. Und ja, jetzt dachte ich mir, komm, jetzt ist er gerade pennen. Ich gehe so gleich pennen, jetzt nimmst du das mal noch auf. Jetzt suche ich mal die LED noch reparieren und dann kann ich morgen, machen wir zusammen nochmal, hoffentlich das hier, dass das funktioniert. Ne? Vielleicht kriege ich hier auch noch raus, was ich hier gemacht habe. Ne, hier ging es halt darum, ein Mikrofarad,
4 Volt, rein, sag ich es mal, oder 10 Volt, LED leuchten lassen, ab, Schwingkreis, bla bla, und danach 4 Volt minus hier drin. Tschüssi. Ich habe einen Fehler gefunden. Geht nicht. Wenn ich jetzt hier den Taster, den Schalter ein bisschen gedrückt halte, oder mal so mit einem Arm, scheiße. Wenn ich normal rangehe, geht's nicht. Und manchmal ging es, wenn ich jetzt den Taster halte, geht's auch nicht. Ja, will das Ding mich verarschen? Doch, jetzt. Ne, wenn ich jetzt den Daumen wegnehme, noch geht's eben aus an, geht nicht mehr. Jetzt muss ich ja einmal richtig drücken. Und dann geht's. Ich sehe mal zu, dass ich es nachlöte und dann kann ich es auch im Morgen mal zeigen. 6. Ne. Doch, 5,51. Oh, so, ich habe jetzt den Schalter umgelötet, einfach auf die andere Position und ziehe da. Zack. Jetzt grün. Ich hoffe mal, man sieht das jetzt. Rot. Grün. Gut, funktioniert das mal wieder. So, ich wollte es euch jetzt nochmal grob zeigen. Also habt ihr von uns gesehen, zwei Kondis mit den mit der gleichen Mikrofarad. Das ist glaube ich ein Mikrofarad. Genau, zweimal ein Mikrofarad. Und wenn ich jetzt hier rangehe, lade ich quasi ein Mikrofarad am Eingang, sag ich jetzt mal. Und am Ausgang seht ihr hier 0,00 Volt. Und mit 2,2 Volt gehen wir rein. Ich guck mal, ob ich das Licht ausmachen kann. Ihr wollt, da seht ihr die LED besser. Jetzt seht ihr die Volt halt nicht. Das ist die grüne Leuchten und entlade damit den zweiten Kondi. Also wenn ich den ersten Kondi lade. 4 Volt, der fällt halt ziemlich schnell. Ich lade ihn nochmal. Und dann können wir die grüne LED blinken lassen und ist wieder weg. Ne? Aber ich gehe ja nur mit 2 Volt 1 Mikrofarad rein. Und das ist 1 Mikrofarad am Ausgang. Achtung, zack. So, der zweite Versuch. Gestern hat es ja nicht geklappt, die Scheiße. Und zwar haben wir 2 Kondensatoren, eine Spule, 2 LEDs, einen Taster und einen Schalter. Wobei der Schalter ist jetzt außer Kraft gesetzt. Und wenn wir jetzt mit 2,3 Volt gehen wir rein. Und als allererstes ist mal wichtig, das Multimeter hier, das Multimeter hängt hier an diesem Kondensator. So. Und wenn ich jetzt einen Eingang kurz schließe, sag ich mal, oder anschließe, seht ihr, geht in die Begrenzung. Und, aber auf dem Kondi ist 0 Volt. Also haben wir den Kondi jetzt mit 2, noch was Volt geladen. Ne? Habt ihr gesehen? Beim Abblenden blinkt es. Und guck mal hier. Mhm. Geht runter. Nee, warte, du hast es noch nicht gesehen. Achte mal da drauf. 3 Volt. Okay, aber, ah ja, genau. Es wird voller in dem Sinne. Also ja, aber es ist dieselbe Kapazität. Eine höhere Spannung in dem Sinne. Es ist dieselbe Kapazität. Hm. Hier muss ja mehr sein. Dasselbe Kondi und am Anfang, guck, wenn ich ihn jetzt leer mache, 0. Und selbst wenn ich den hier dran lasse, ja gut, jetzt brauchst du zu langsam. Das ist das, was ich Kai, Grüße an Calvin, ich war zu langsam, Digga. Guck, 0. Ja. So, das heißt, es ist wirklich nur der Kondi geladen. Der hat 0, der wird so nicht geladen und jetzt ziehe ich ab. Na ja, genau, okay. Ja, geht dann der Puls drüber. Ja, aber wir nur mit 2,3 rein. Mhm. Aber dieselbe Kondigröße, also ist ja mehr. Ja, ja, ja. So einfach. What the fuck? Darf man gar nicht. Ja, weil keiner drüber, das macht ja keiner, weißt du, die Grunddinger. Hm? Hast du das mal gesehen? Sehr schön, haben wir das. Gestern 2 Stunden rum, ja. Der Hurenschalter, Alter. Oh, ich hab's aber auf Video.
So, Achim ist ja noch da. Der eine oder andere kann sich ja vielleicht noch erinnern, dass ich hier mal den Leseabend hatte mit ein paar Dingern. Und ich habe mir gedacht, tun wir mal ein so ein Pepper mal zusammen durchgehen im Real Life. Und ich denke, ihr werdet nur verstehen, ich hatte ja gefragt, wie ich das irgendwie machen soll. Und wenn ihr jetzt ein so ein Pepper hier seht, wie lange das dauert, was da alles dranhängt, dann versteht ihr, dass das, keine Ahnung, das wird ein 6-Stunden-Video oder ich weiß, oder ich muss eine Reihe draus machen oder so, müssen wir mal sehen. Und zwar, ich blende euch das im Video dann ein, ne? Weil damit ich jetzt hier besser lesen kann. Und zwar, ich denke das jetzt mal grob. Ah ne, warte mal, das war jetzt schon falsch. Wir müssen erstmal hier hin. Also es geht, aber ganz grob, um das Experiment mit dem Frosch. Ne? Die meisten wissen jetzt schon, was damit gemeint ist, aber wir gehen mal im Mühe drauf ein. Dieser Buch ist von 1897. Und zwar... Grundlegend kennt ja jeder, das hast du bestimmt auch schon gehört, dass manche Elektriker sich schwer tun mit BEMF oder ne, ihr mit eurem Hokuspokus, weißt ja selber, wie es ist, ne? Für unsere Zuschauer halt. Also da gibt es schon Elektriker, die, ja, oder es gibt Leute, die sagen, dass das alles Spinnerei ist und bla bla bla. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was jetzt hier über diesen Froschversuch, wo jeder sagen würde, ja, da, der Galvani hat das damals entdeckt und bla bla bla. Ne? So, jetzt passt mal. Im Jahre 1678 zeigte Schwammerdamm dem Großherzog von Toskan folgenden Versuch. Wenn man einen Muskel eines Froschschenkels, welcher an einem mit Silberdraht umwickelten Nervenfaden aufgehängt ist, über eine kupferne Stütze hält, so, dass sowohl der Nerv als auch der Draht das Kupfer berühren, so zieht sich der Muskel sofort zusammen. Mehr als ein Jahrhundert später wurde Galvani dieselbe, Entschuldigung, mehr als ein Jahrhundert später wurde Galvani auf dieselbe Sache aufmerksam. Also er hat das gemacht und dann wurde er darauf aufmerksam. Nee, die meinen jetzt damit, dass Galvani seine Versuche gemacht hat und nicht wusste, dass 100 Jahre vorher der Herr so. Schwammerdamm das schon gemacht hat. Okay. Und uns wird das aber verkauft, als wenn Galvani da. Mhm. Aber der hat es ja schon 100 Jahre vorher gehabt. Was ist denn das, Alter? So, das ist erstmal so eine Sache, wo ich sage, so, aber der wirkliche Mindfuck kommt noch, Leute. Gehen wir weiter. Ich mache das jetzt mal ein bisschen... kürzer und knapper, sage ich mal. Und zwar, ich blende euch jetzt explizit diesen Teil über... Warte mal, ich zeige es euch so, nicht, dass es heißt, ich habe euch irgendwas Foto geschoppt, das ist ein Buch. Hier sind die Froschschenkel. Und ich blende euch jetzt das hier oben gleich ein, ne? Damit ihr wisst, dass es wirklich echt ist. So, jetzt mal so. Dann schreiben sie. Also er wurde auf die Tatsache aufmerksam, was der andere schon erkannt hatte. Ja. So. Indem er die Beobachtung machte, dass die Schenkel von frisch getöteten Fröschen unter Einflüsse des Rückschlages sich bewegen. So, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ach so. Ich habe es Achim schon vorher erklärt. Der Rückschlag. Wir reden hier von grob 1900. Die Vereinheitlichung auf unserer Welt über die Begriffe in der Elektrizität wurden 1930 ungefähr wurden die sogenannten SI-Einheiten festgelegt. Wo in Frankreich hieß es wahrscheinlich, wie sie sich wie, ne? Jedes Land hat irgendwas dazu gesagt. Es ist ja, gerade, wo die das entdeckt haben. Und später wurde gesagt, wir vereinheitlichen das. So, und jetzt ist die Frage, was hat der mit Rückschlag gemeint? Und ich hoffe, hier sitzt auch alle. Back EMF. Ne, das sagt der Name ja im Grunde schon. Ja. Ja, aber Moment mal. Alle, viele lachen, sagen, das ist Schwurbelage mit dem Back EMF. Leute, das war die Erkennung, so haben sie alles entdeckt. Ja. Das war der Grundbaustein. Jetzt wird gesagt, Back EMF, das Hokuspokus. Guck mal.
mal hier rein. So, und hier ist jetzt noch, da will ich noch kurz drauf eingehen, damit ihr das wirklich auch nachvollziehen könnt. Und zwar steht dann hier, auf welche bereits in Artikel 158 hingewiesen wurde. Das ist das zweite Klopapier, das habe ich gestern rausgesucht. Habe ich auch einen Pepper drin hier, seht ihr dann. Das ist der Artikel 158. Ich will jetzt nicht zu nah drauf eingehen, ich blende euch das ein. Und hier steht eben, eine Reihe merkwürdiger und wichtiger Beobachtungen über die konvulsivischen Bewegungen anstelle die der Rückschlag, und da geht es jetzt Artikel 29 weiter, also weiter vor, wo die dann halt hier vorne erklären, dass das nicht dezitroph ist, sondern Rückschlag ist, wenn du von der Spule das wegnimmst. Nein. Was wir heute fälschlicherweise als Back-EMF bezeichnen, was in Wahrheit aber die Selbstinduktivität der Spule ist. Hm. Also wenn das Feld wieder zusammenbricht. Genau, das wissen wir ja alle. Aber der Begriff Back-EMF ist falsch. Hm. Und das habt ihr jetzt, ihr habt das in dem Video schon gesehen, wo ich beim EMF gezeigt habe, das ist nicht Back-EMF. Ne? Dieses Thema, was ist Back-EMF wirklich, ist hier auch beschrieben. Aber guckt bitte mal, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ja. Wie viele Minuten? Und guckt mal hier die Zettel an. Und da hängt überall so ein Rattenschwanz dran. Weil jeder, wo ich und Micha das damals, liebe Grüße gehen raus an Micha. Micha ist das aufgefallen. Ich habe das gelesen, Digga, wie jeder andere. Scheiße, jetzt habe ich ja, das einfach aus. Seite für Seite für Seite und so. Ja, ist ja ein Haufen Text. Ja. Und ich habe dieses Rückschlag überlesen. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Und da sagt der Micha zu mir, sag mal, die meinen jetzt aber nicht Back-EMF, du willst mir nicht erzählen, dass das erste, wo die das entdeckt haben, Back-EMF war. Da habe ich gesagt, ja, warte mal, wisst ihr, dann haben wir das halt hier rausgesucht, hier Rückschlag, dann müsst ihr auf Seite 19, die erklären das halt ganz vorne. Mhm. Ne? Die erklären, da gibt es eine Spule Strom drauf, du kannst ein Magnetfeld, bla, und wenn du zeigt, kommt der Rückschlag. Hm. Irgendwo hat Segelhornböpfchen tausendmal gezeigt, das sind die Bedienimpulse, das ist ja nur kein Hexenwerk. Aber ich. Hätte mich jemand gefragt, bevor Micha mich darauf hingewiesen wurde, ob dieser Froschschenkelversuch mit einer Batterie gemacht wurde oder mit einer Entladung von der Spule. Ich hätte gesagt Batterie. Ich wollte vorhin auch fragen. Ist aber falsch. So, ich meine, wenn du jetzt einfach nur eine Stromquelle hast, sage ich, eine Batterie zum Beispiel, und hältst den dann an den Frosch dran, dann zieht der Muskel ja an, dann lässt du los, dann entspannt sich der Muskel. Aber dieser Back-EMF, der, oder der Rückschlag, der muss ja irgendwo herkommen. Dann muss er dann halt eine Spule da irgendwo gehabt haben und die Spule immer an- und ausgeschaltet. Genau. Naja. Ja, aber ich wette mit dir, alle, die jetzt noch nicht das Video und das gehört haben, was ich gesagt habe, werden behaupten, der hat das mit einer Batterie gemacht. Naja. Falsch! Naja. Er hat mit der Batterie eine Spule geladen und hat es dann. So, und weißt du warum? Das ist mir erst klar geworden, Grüße gehen raus an Astra. Was ist denn ein wesentlicher Unterschied zwischen ich nenne es Rückschlag, so wie die es gesagt haben. Was ist der Unterschied zwischen der Rückschlagenergie oder Strom zu einer Batterie? Warum hat denn der das so gemacht? Das muss einen Grund haben, der hätte einfach eine Batterie nehmen können. Ja. Nee, geht nicht. Eine höhere Spannung. Ja, aber das ist nicht der. Ja, kann man schon so sagen. Die Antwort ist genial. Die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit? Der Back-EMF ist schneller wie Gleichstrom. Hm. Das ist jetzt eine dumme, falsche Aussage, aber zum Verständnis. Das Zusammenbrechen, das kann nur, das hat mir der Robert gesagt. Zum Beispiel jeder von uns oder die meisten Bastler kennen hier, warte, die ZVS. Hm. So, ZVS ist Zero Voltage Switching. In Wahrheit, oder was heißt Wahrheit? Der Robert hat mir so erklärt, die Transistoren werden mit einem Back-EMF geschalten. Hm. Und dadurch ist das so genial und so effizient und geil. Ja. Und, also der eine oder andere kennt es vielleicht als Induktionsheizer. Ja, diese. Viele Schaltungen, da wird oft die ZVS genommen. Und die ist mit Back-EMF, da hat der Robert gesagt, wenn du in einem IC oder was das nachmachen willst, da gibt es nur eine Handvoll ICs, die das überhaupt schaffen, auch MOSFETs. Hm.
Ne, und der hat mir das so erklärt, es mag jetzt vielleicht nicht richtig sein, ne? Lieber Robert oder jeder, der das besser erklären kann wie ich, bitte macht ein Video und erklärt es richtig, wenn ihr sagt, ich erkläre es falsch. Ich weiß auch nicht alles. Aber er sagt halt, dass der Beck-EMF jetzt mal ganz vereinfacht gesagt schneller ist. Mhm. Oder? Ja, okay, vielleicht meinst du ja dann im Sinne von schneller, dann halt wirklich eine höhere Spannung. Weil nee, die, dann hätte er Spannung gesagt. Oder von wegen. Geschwindigkeitsfrequenz. Spannung ist Potenzial. Mhm. Ja? Also, ich kann es jetzt auch nicht. Wie soll man das sagen? Zum Beispiel, guck mal, ich habe ein Beispiel. Ich habe viele Bedienungs gezeigt, vor allen Dingen auf meinem Trailer. Guck mal den Trailer auf meinem Kanal. Da zeige ich doch, wie ich mir mit dieser Atem-Musik, wie ich mit einem SSG, ein Handy lade, eine Lampe. Ja, ja. So. Und da habe ich damals gezeigt, dass ich am Ausgang bei 230 Volt LED rangreifen kann, beide Pole. Mhm. Das ist die Geschwindigkeit. Der Back-EMF ist so schnell, dass es zu Skin-Effekt. Skin-Dieter kommt, genau, danke. Da kommt, das ist, und das ist doch der Beweis. Wenn es niederfrequent wäre, da hätte ich doch voll eine Gefahr gekriegt, Digga. Aber volle Bude, meiner, greif doch mal eine Steckdose. Ne? Und da kriegst du keine geflattert. Und das kann doch nur der Skin-Effekt sein. Und das ist doch dann ein Hinweis, kein Beweis, was Robert gesagt hat, dass es eben schneller ist. Mhm. Und dass du da übelst krass schalten kannst. Ja. Ne? Und der Atze, ich weiß nicht, ob das schon anders, der hat das ja nachgebaut, wo er gesagt hat, er hat exakt die Kabellänge, ja, hat es mal richtig nach Lehrbuch gebaut. Und der hat gesagt, da brauche ich mal Kühlkörper. Mhm. Und schaltet, keine Ahnung, 500 Watt. Ja. Ohne Kühlkörper, Digga, guck mal hier drauf, was hier los ist. Und der Atze ja. macht 500 Watt einfach mal ohne Kühlkörper. Mhm. Aber das muss halt, wie bei Astra oder so, das muss dann halt, ja, da kannst du nicht, ja, und ein Draht und, nee, da muss wirklich mal alles akkurat sein. Ne? Ja, das war ein Klebezettel. Scheiße. Verstehst du jetzt, warum ich damals einen Post gemacht habe, dass ich sage, ich weiß nicht, wie ich, also das sind ja Stunden, und ich sage euch, Digga, also für mich ist das Mindblow gewesen, dass dieser Dings, dass ich das mit Back-EMF, das hätte ich nie gedacht, Digga. So. Und ich sage euch, jeder dieser Zettel ist so ein Schlag in die Fresse. Schön. Also hier sind, guck mal, hier sind jetzt meinetwegen so viele Seiten, was weiß ich, ne, guck mal hier, wo ich keinen Zettel drin habe. Das sind Ursachen drin. Mhm. Bloß ich habe mir mal die wirklichen, wo du sagst, Alter, das kann doch nicht sein, dass sie es mit Back-EMF gemacht haben. Und heute stellen sich alle hin, Back-EMF ist ja besser. Aber das ist doch der Ursprung. So haben die angefangen. Und dann wird uns erzählt, oh, ganz böse. Ja, damit du es mir verstehst. Weil du ja kapierst, okay, mit DC hättest du halt einen Krampf oder irgendwas. Weil unsere Muskelbewegung, das ist ja, vielleicht haben wir einen Arzt, der das sieht. Schreibt mal in die Kommentare den Leuten, ich bin hier Arzt, wie unsere Reaktionsgeschwindigkeit ist. Und dann wirst du feststellen, da sind wir wahrscheinlich auch irgendwo im Lichtgeschwindigkeitsbereich. Müsste, ja. Irgendwie so, oder ich bin Millisekunde oder weiß ich jetzt nicht. Ne? Und das halt mit DC, da hast du ja keinen Puls. Du hast ja keine Frequenz. Mhm. Ja, aber das Leben ist Frequenz und nicht Stillstand. Ja. Das ist die Verblödung. Ja? Ne? Aber der Stillstand ist Einfalt. Die Natur ist Vielfalt, das gibt's nicht. Es gibt zum Beispiel, oh, genauso können wir auch mal nur ein kleiner Zeit, dann machen wir Feierabend, das reicht jetzt so. statische Ladung. Mhm. Da war er ja vorhin beim Ding. Statisch bedeutet doch stehend. Das suggeriert doch, dass was fest dasteht. Mhm. Ja, ist eine Lüge, wenn es fest dasteht, ist, ne? Das ist einfach, das geht nicht. Das ist alles hupfig. Ne? Und wichtig ist auch noch an der Stelle, was ich als größtes Problem sehe, da könnte ich mal eure Hilfe gebrauchen, Leute. Und zwar, wir sind ja jetzt hier, wenn ihr seht, schon ein paar, das ist ja jetzt hier so ein Viertel vom Buch. So. Wenn wir bis hierhin, wenn ich jetzt von vorne anfangen würde, die Leute würden sich die Videoreihe bis zum Ende angucken, dann würden die das verstehen. Mhm. Jetzt gibt es aber ein Problem. Jetzt mache ich die erste Seite auf und lese vor das Buch Tübingen 1897. 99% der Leute werden jetzt sagen, ja, Digga, das ist alles überholt, die waren doch blöde.
Und das ist das Problem. Die meisten werden dann hier schon abschalten, weil sie gelernt gekriegt haben, ja, nee, das hat sich ja alles geändert. Ja. Dann machst du wie damals mit der, ich weiß gar nicht, was hat das da, irgendwas mit Disney oder was? Ich weiß nicht, irgendwie so eine Verarschung. Fake-Name. Komisches auf jeden Fall. Dann nach ein paar Minuten hast du jetzt alle die wirkliche Information angefangen. Also wahrscheinlich wird es so werden, selbst wenn ich hier eine Videoreihe mache, dass über 80% schon wegen dem Dogma raus sind. Mhm. Wobei eben, es stimmt ja zum Teil, das ist ja das Fatale. Natürlich sind hier ein paar Sachen drin. Ich bin jetzt kein Physikprofessor oder so, aber selbst ich kann ein paar Sachen finden, wo ich sage, das wissen wir heute besser. Ja, wir wissen mehr. Ist ja immer so. Aber was auch wichtig ist, das heißt nicht, dass die komplett verblödet waren und grundlegend falsch lagen, sondern meistens ist es so, wenn du es liest, das war der Anfang. Und dieser Urgedanke war grundlegend schon richtig. Ja, aber wenn sie noch was nicht messen können, dann können sie es aufschreiben. Das ist dasselbe wie mit der Geschichte, wo du gesagt hast, von wegen, dass es noch nicht keine richtigen Bezeichnungen dafür haben. Genau, ist dasselbe Problem. Wurde das alles richtig verstanden? Weil du darfst ja nicht vergessen, ne? Nach dem Krieg, wenn Erkenntnisse, ich sage jetzt mal, in Deutschland eben gemacht wurden, die es noch nirgendwo anders auf der Welt gab und keine einheitlichen Begriffe, und jetzt kommt nach dem Krieg, werden die Bücher gefunden oder was auch immer, und dann musst du das ja erstmal übersetzen, und wie übersetzen du Sachen, die gerade erfunden wurden? Ja. Das ist ja unmöglich. So, und da kommt das Problem her, bei GMF Selbstinduktion. Die haben halt das von den Deutschen die Unterlagen gekriegt und haben gesagt, BGMF ist doch böse. Das ist doch, ne? Oder auch die Bezeichnung BGMF. Das suggeriert ja, dass du dass Energie zurückkommt. Oder Back heißt ja zurück. Ne? Das habe ich Achim dann auch gesagt. Weil Achim gesagt hat, ja, mit den RMF und bla. Ich habe dann gesagt, wenn es negativ wäre, dann würde nicht Back dort stehen, sondern Negativity oder negativ. Da habe ich ja gar nicht stunden. Das ist eine Interpretation von uns allen gewesen, auch von mir. Ich habe ja bis ich den Test gemacht habe, habe ich auch 10 Jahre lang auf YouTube gesagt, das ist bei GMF. Jetzt weiß ich besser, das stimmt nicht. Ne? Also ich bin genauso blöd wie alle anderen. Ich bin da kein Deut besser. Ich hatte das unheimliche Glück, dieses Buch zu kriegen. Ne? Und auch, dass ich die Experimente, ne, mit diesen Schuldig, mit der Entwicklung. Das ist ja nicht, dass ich einfach hier eine Sache gelesen habe oder. Nee, das hat mit Schuldiv. Guck mal, wir haben 10 Jahre. Ja, Bedini stecken da auch irgendwo mit drin. Und das kannst du nicht in einem 5-Minuten-Video. Das geht. Das ist unmöglich. Und selbst wenn ich hier ein 100-Stunden-Video habe, ich auch zum einen gesagt, ich werde vielleicht trotzdem nur 20% von dem rüberbringen können. Naja. Weil es ist halt meine Sicht, wie ich denke. Ne? Also ich weiß nicht, wie ich das behandeln sollte. Und ich würde es halt auch schade finden, Digga, wenn ich jetzt hier 200 Stunden Videos mache oder so. Ich meine, ich könnte ja eine Videoreihe über 5 Jahre machen. Das, wenn ich Bock habe, mache ich mal. Ja. Wenn ich nicht. Bloß, soll ich mir die Mühe machen, wenn auf der zweiten Seite, weil dort steht 1800 und dann alles andere, da brauche ich mir Mr. Korn nicht angucken. Ist ja alles anders jetzt. Da brauche ich mir die Mühe nicht machen. Inhaltsverzeichnis weißt du? Oder nicht? Ne? Ja, doch. Natürlich. Gut, da kann man ja vielleicht auflisten, was alles gibt und dass man dann halt verschiedene Themen verschieden anfängt oder sowas. Wenn irgendwo nach speziell gefragt wird, kannst du ja mal das Inhaltsverzeichnis noch mit reinhalten. Und wenn irgendwo nach speziell gefragt wird, dass man die Sachen zuerst macht, machst du ein Häkchen dran abgehakt, das und das Video. Ja, da gibt es aber wieder auch, okay, wir haben eine gute Idee, gibt es aber ein Problem. Dass dann zwischendrin irgendwo. Ah ja, der Rattenschwanz. Das Beste wäre, wir fangen mal vorne an und lesen das Buch einfach mal. Und nicht, wir schlagen irgendwas auf und reden so irgendwie Müll ein. Nee, wir müssen erstmal vorne anfangen, damit wir verstehen, was auf den nachfolgenden Seiten diese Wörter Rückschlag, zum Beispiel Wörter, was war's? Nicht Schaltkreis, wie hat man gestern, was haben die geschrieben? Schließbogen. Schließbogen, ne? Ja. Du liest dann hier Schließbogen, bla bla, hast aber vorher nicht gelesen, weißt nicht, was ein Schließbogen ist, und dann geht die Schwurbelei wieder los. Nein, erstmal lesen, was ist ein Schließbogen, damit du weißt, was meint der damit. Ja. So, und dann, so, aber da kannst du nicht einfach mit reinstehen, da kannst du nicht, schon, ja. Das funktioniert nicht. Und so wollen alle rangehen. Das geht nicht. Wenn, es ist langweilig, ja,
Aber wenn, dann muss man von vorne anfangen. Und nicht von hinten, oder das blickt nicht. Ja, das stimmt schon. Weil erstmal muss man ja lesen. Guck mal, ich saß, das habe ich schon Achim auch gesagt, ich saß 2 Tage erstmal da. Ich musste mit dem Anfang hier diese ersten, sag ich mal, Kapitel, das ist ja das ist ein Physikbuch von der Wiener Uni. Ne? Das ist ja hier, wo die dir auch wie in jedem Buch erstmal die Grundlage alles erklären. Ja. Ey, das musste ich mir 3-4 Mal durchlesen. Bis ich alleine Schließbogen, bis. Das sind dann zwar Kleinigkeiten, aber es ist ein technisches Buch. Das ist ja so schon schwere Kost. Ja. Jetzt hast du noch Wörter drin, die du nicht kennst. Und wo du erstmal gucken musst, was meint der Arsch damit? Ach, das ist ein Schaltkreis, Junge. Ne? Und das ist eben mit den SI-Einheiten. Also, das ist. Also, ich. Hier, deswegen habe ich auch nicht gesagt, ich pick mir irgendwas raus, das Geilste, und mach dann drüber ein Video. Da hätte ich meisten Klicks und alles gehabt. Aber da versteht es wieder keiner. Ja. Weißt du, lieber wäre wie mir, wir fangen von vorne an und wenn ihr dann sagt, hier mit das ist so, das ist es, ja, dann macht ein YouTube-Kanal auf, fangt an zu basteln und zeigt das den Leuten. Weil ich kann nicht euch 10.000 Stunden Video machen und dann soll ich alles noch in Experimenten bauen, dann soll ich noch alle Formeln aufschreiben, die Bezugspunkte, wo du alles herkriegst und am Ende soll ich euch noch alles bezahlen und kostenlos machen. Ja, also Leute. Teil aber auch schick. Bitte? Die Bauteile aber auch schick. Ja, natürlich, alles kostenlos. Ist ja klar. Ne? Aber irgendwo ist dann immer Schluss. Ne? Ich denke, ich habe hier die grobe Arbeit ist schon gemacht. Also du denkst so, oder dass man von vorne auf ohne Krampf, ja, wenn ich Bock habe, mache ich Seite für Seite, versuche das vielleicht noch ein bisschen nicht so ganz einschläfernd zu machen. Ne? Zum Beispiel mit den Frosch, ich meine, das ist ja jetzt nicht langweilig. Also ich finde das schon eine krasse Information. Ja, den soll ne? Weil ich es auch immer falsch gesagt hätte. Und das ist, wie gesagt, bei allen, das ist nicht hier 0815 die Klebezettel. Das ist ja vielleicht ein Kapitel immer oder irgendwie ein Teil immer nach jedem Video, das du sowieso holst oder so machen. Ja gut, man könnte zum Beispiel sagen, aber wie gesagt, ohne Krampf. Dass ich meinetwegen sage, ich mache einen Sonntag im Monat ein Video. Aber ohne Krampf. Wenn da mal einen Monat nicht kommt, leckt mich aber auch, mir egal. Ja, Digga, ich krieg da auch nicht dafür. Ich will es. Ich brauch's nicht machen. Ne? Wenn, dann machst du es für euch. Und dann müsst ihr eben, wenn ihr dann irgendwie einen Punkt habt, wo ihr sagt, oder einer von euch sagt, hey Libby, wir haben uns die ganze Reihe angeguckt, mach doch mal Seite bla 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 auf. Und lasst das uns mal als Community zusammenbauen oder was weiß ich. Da wäre ich dabei. Aber mit, dass ich jetzt. Nee, der. Nee, das ist ja dann wie Tutor. Ja. Und wenn ich das dann alles gemacht habe, 10 Jahre meines Lebens und habe euch alles erklärt, dann kommt irgendwie nur ein Sohn und sagt, auf den Mond geht's. Nee, du musst jetzt erst auf den Mond und alles uns nochmal beweisen. Leck mich doch am Arsch. Da hat Tutor ja dann auch gesagt, jetzt ist Schluss, ihr spinnt doch, Alter. Dann fliegt doch selber auf den Mond, du Trottel, und baut dort ein Haus und testest. Das ist das für ein Quatsch? Sollen wir es für den Mondbewohner testen? Gibt es Mondbewohner? Für Mann im Mond oder was? Oder Hitler hier? Iron Sky, gibt es die doch auf der Rückseite oder was? Ja, nee, der ist ja im Keller. Der ist ja im Inneren. Ach, im Inneren? Ja, gut, ist ja jetzt egal. Ne? Aber sollen wir das für die testen oder was? Oder warum soll ich das für den Mond? Ist mir doch egal, was ein scheiß Mond los ist, ob es überhaupt gibt oder was. Ich lebe doch hier, Alter. What the fuck? Da könnt ihr irgendeine grünen Männchen das schön, sollen sie machen. Die werden doch selber Bücher haben oder nee. Da brauchst du nicht. Ne? Ja, ne? Aber keine Ahnung, haut da auf jeden Fall mal, wenn ihr da. Ist jetzt, weiß nicht, das Besuchervideo, das war eine Stunde oder so. Es sind ja jetzt immer noch Leute Fall, dabei, die nur eine Stunde. Sich da, und von euch, die jetzt noch dabei sind, haut mal, wie findet ihr das? Habt ihr Idee? Oder wisst ihr, vielleicht sagt ihr euren Zuschauer, ja, das ist scheiße, mach's doch live. Ja gut, das ist doch mal da könnte man theoretisch auch direkt Gegenfragen stellen. Oder das was? Wäre doch Vorteil, wenn ich dann irgendwas erzähle. Vielleicht verquatsche ich mich immer. Ja gut, oder? Das kann ja auch passieren. Oder du setzt ein Video auf in dem Sinne und dann kannst und du dann live darauf, noch mal drauf, darauf. Könnte man auch machen, dass man dann sagt, dass einer schreibt, hey, hier hast du Scheiße erzählt, ich habe ein Buch von 1700, da steht das drin. Das Digga, schick mir das Buch oder komm her und lass zusammen ein Video machen. Ja. Weißt du? Das. Also haut doch mal rein, vielleicht habt ihr eine Idee oder sagt Podcast. Also ich finde dieses Live am besten noch mit Gast. Und am besten, Leute, im Gast. Der von Elektrik keine Ahnung hat. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt was erzähle und ich habe einen Gast, der ein bisschen Ahnung hat, da leiert dann seine Dokumente rum. Ja gut, vor allen Dingen, da fragt du dich. Werden dann auch Begriffe geschmissen, wo die anderen wieder alle nichts wissen. So, aber hier haben wir den Vorteil, da die Begriffe eh keiner kennt, Schließungsbogen, ist doch egal, wir fangen da immer null an. Und da ist mir lieber,
wir haben jemanden, der Fragen stellt und nicht, der mir irgendwas erklären will. Das ist das Problem. Ich lade mir jetzt einen Gast ein, der quatscht schon 20 Minuten nur Dünnsches. Ich weiß aber schon, dass es falsch ist, aber er hört sich das ja nicht an, weil er mir sein Dünnsches erzählen will. Oder den Leierkasten halt, ne? Wie er bei GMFs böse sind. Ne? Gut, das war's. Ich hoffe, habt ihr mal einen kleinen Einblick und versteht vielleicht besser, was ich damals gemeint habe. Das ist so umfangreich und das schaut dir so die Prübe raus. Weil das ist ja nur ein Affenschiss mit dem Muskelding. Ja. Hier sind wesentlich andere Sachen drin. Ne? Zum Beispiel das Thema Kapitel freie Energie. Ne, hab ich Achim schon erklärt. Die haben eh ein Kapitel, wo die normale Elektrik erklären, wo ich sage, 98% stehen noch heute in unseren Büchern. Ja. Und das andere wurde einfach, gibt's nicht mehr. Ja. So, das wird dann begründet, ja, die waren ja blöde. Ja, aber Moment mal, hier in dem Buch seht ihr dann auch bei der freien Elektrizität in dem Kapitel, das sind genau die Berechnungsformeln, alles drin. Das haben sich alles ausgedacht. Das stimmt heute alles nicht mehr. Mhm. Na, Digga. Und das gekonnt ist weglassen. Und das erklärt auch, Grüße gehen wir mal raus an Mischa, der hat mal die Frage gestellt, das kann doch alles nicht sein. Wie kann denn das sein, dass dann die Formeln aufgehen? Ja, die Formeln, die stehen hier auch drin, es wurden einfach die anderen Formeln weggelassen. What the fuck? Und deswegen gehen nur die Formeln auf, gehen ja alle. Aber das begreifst du nicht. Dann musst du das erstmal, wenn ihr dabei seid und bis zum Ende durch, dann habt ihr es auch begriffen. Gut. Tschüss. So, wir testen jetzt mal mein Uralt-Resin, ob das noch funktioniert oder ob der Drucker einfach nur zerkratzt ist. Wir haben jetzt festgestellt, Display ist im Arsch von dem. Und ja, keine Ahnung, den wegschmeißen und verkaufen. Ich habe jetzt schon einen neuen bestellt, scheiß drauf. Ja, guck, wir probieren das jetzt mal. Mal gucken, ob es klappt. Hallo miteinander. Heute mal mit Verstärkung hier mit dem Achim. Und zwar, Achim hat einen genialen Trick, wie man, wenn die Wanne verschmutzt sein sollte oder es hat Fehldruck, bla bla bla, wie man das ganz einfach sauber machen kann. Man braucht auf jeden Fall Nitrilhandschuhe, also mit Latex kann das auch, aber weiß ich nicht, aber Nitrilhandschuhe geht auf jeden Fall. Dann an die Ecke von dem Display halt. Dann unten auf Explores. 10 Sekunden ist das hier. Das, die Vollbelichtung, ne, je nachdem, wo man halt gedruckt hat. Und dann halt starten. Dann belichtet der 10 Sekunden. Achso, das sieht man jetzt nicht durch. Ja, gut, Bei dem sieht man es noch durch. Das ist eh geil. Eben, deswegen habe ich das durchsichtig eigentlich. Das ist ja nichts. So, und jetzt theoretisch müsste es halt am Finger hängen bleiben. Und ich finde das gut. Das sieht gut aus. Cool. So, und schon alles, was unten halt am Boden lag, hängen geblieben ist, hat man jetzt schön und kann es hier schön in Ruhe rausziehen. Ab in die Tonne. Und da brauchst du nicht jedes Mal das Scheiße rumfummeln. Und vor allen Dingen, da gibt es keine Gefahr mehr, dass man die Folie kaputt machen kann durch irgendwelches Gekrache, Gestochen. Kein Kratzen, nix, kein gar nichts. Ja. Einfach so und fertig ist der Lack. Ist zwar eh so ein Ding, aber ja, glaubt uns. Ey, ich habe so viel Folien. Hör auf. So und fertig. Aber da ist das Resin noch gut, ne? Ja. Also ist der Drucker, der ist fertig. Ja, eben. Komplett. Ja, siehst du auch, ist alles komplett gleich. Ja. Da ist nichts, dass da bei mir war ja alles scheckig und hier war ein großes Loch drin und zu viel und zu wenig. Okay, also das Resin tatsächlich, was sagst du, 3-4 Jahre alt die Flasche, das dauernd auf dem rumgestanden. Ja, da steht das Datum drauf. Steht's drauf? Oh, ja. Was, 23? Niemals. Ablaufdatum 23. 2023. Hm, ja, okay. Das kann nicht sein. Ja, stimmt. Könnte Ablaufdatum das sein. Das ist Ablaufdatum. Na, warte mal, du hast doch. Wo ist denn deine Buddel? Da ist eine, ne? Na, guck mal, was da Ablaufdatum. Die ist doch ziemlich neu, oder? Ja, die ist jetzt kein Monat. 2024. 12. Hm. Also haben wir ein Jahr. Ja, die ist mindestens 2-3 Jahre alt, die Flasche. Ja. Und andauernd offen gestanden. Und mehrfach gefiltert. Ach, 100-mal gefiltert, Alter. So, eben so. Wegschmeißen. Schön, gehen wir da rein. Schön in die gelbe Tonne. Machen wir das überhaupt? Also, das ist besonderer Sondermüll hier. Das schaffen ja wir alles drin, Papier. Zur Sondermülldeponie. Restmüll halt. Na gut, da können wir jetzt funktioniert. Mal was gucken. So, das mobile Werkstatt-Service-Team hat sich entschlossen,
beim Achim nochmal neue Bremsen reinzuballern. Ja, hier oben, das ist wahrscheinlich, dass die Dichtung und ne, hier siehst du, es hat nur noch so halbwegs gehalten und dann ist da Feuchtigkeit reingekommen. Naja, und jetzt halt gucken, dass man das ordentlich, aber jetzt sehe ich gerade, das ist Fassan, das ist sehr bescheiden. Ja, da ballern wir jetzt ein bisschen Rostschutz, Rostlöser, ein paar Schulden mal das Ding. Jungs, starten mit Achim nicht so viel Schrauben, weil im Grunde geschraubt nur der Achim und ich bin ein Biersaufen. Wir sind bald voll, Junge. Ach, guck mal, wie das Grau glänzt. Das ist schön neu und dreht sich auch noch. Klar. Und dann haben wir Schrauben noch ein bisschen zusammen da. Unser lieber Freund die Natur, uns, nee, Freund, unsere Freundin Natur, ist es männlich oder weiblich Natur? Ich weiß nicht, egal. Weiblich. Weiblich. Die Natur schickt uns noch ein bisschen Regen, aber wir sind gleich fertig, kannst du zum Arsch lenken. Tschüss.